Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles Mögliche Fights, dem Format, in dem gute Freunde so tun, als würden sie sich über banale Fragen des Alltags streiten. Heute mit mir hier im Rocket Beans Studio zwei ganz besondere Gäste. Ich freue mich sehr auf Simon Kretschmer, ja, Fernsehlegende, und Etienne Gardet, ein Mann, den man eigentlich nicht mehr vorzustellen braucht. Und gemeinsam werden wir in aller Freundschaft, ohne jede Hitze und ohne jeden Streit, diskutieren. Freut euch. Alles Mögliche Fights. In dieser Folge treffen aufeinander Nils Bormhoff, Etienne Gardet und Simon Kretschmer. Let's get ready to rumble. Okay. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Alles Mögliche Fights, der Show, in der über alles Mögliche gestritten wird und damit unserem größten Talent eine Plattform gegeben hat, dem Streiten. Ja, heute grandiose Besetzung. Meine Damen und Herren, freuen Sie sich schon live? Fehlt heute. Nee, die haben ausgemacht. Hey! Ja, aber ich sagen. Ja. Plötzlich will es heute abwesend. Ich darf in seiner Abwesenheit diesen Platz hier, den ich nie besessen habe, darf ich heute besitzen. Im wahrsten Sinne. Wir tragen Florentin quasi im Herzen. Und auf der Brust. Ja, mit Merch. Ich habe nie eins bekommen. Nein, das ich hätte es auch getragen. Ja, bekommen nur die allerbesten Freunde. Aber ich habe als einziger eine Brust. Das stimmt. Das ist, aber sie haben auch keine XXL-Shirts. Okay. So sieht das aus. Leute, wir werden heute wieder mit vier verschiedenen Fragen gegeneinander antreten. Ich freue mich, das wird ein schöner Abend. Wir haben uns vorgenommen, Spaß zu haben, das einfach mal zu genießen. Wisst ihr noch, wie wir uns damals bei Beef vorgenommen haben, einfach nur Spaß zu haben? Ja, ich erinnere mich. Das war aber, zum Glück haben wir es anders hingekriegt. Ja. Aber irgendwie haben sie es dann doch geschafft, trotz unserer ganz klaren Ansage, nie wieder Beef, uns einfach mit einem Rebranding einer Idee erneut in den Ring zu schicken und gegeneinander kämpfen zu lassen, obwohl wir das ja eigentlich ausgeschlossen hatten für die Zukunft. Aber heute ist es wieder soweit. Etienne, wie war dein Tag? Mega. Also generell gestern und heute super Tag. Die besten Tage. Ist einfach, ich fühle mich gut. Ja. Ich habe richtig Bock, mich zu battlen. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist irgendwie zwei meiner besten Freunde, die mich einfach auch noch runterziehen. Mhm. Dann ins Wochenende gehen und es an der Familie auslassen. Yes. Das kriegen wir hin. Sehr gute Idee. Aber warte mal, hast du nicht morgen Geburtstag? Warum tust du es überrascht? Ich wollte das, hab natürlich, das ist eine galante Überleitung. Du hast ja morgen Geburtstag. Das ist korrekt. Das heißt, das wird ja vielleicht doch noch ein ganz galanter Abend. Vielleicht. Wir müssen mal schauen, was hier heute passiert. Wie ihr mich behandelt, ob ihr mich gewinnen lasst. Wichtig ist nur, dass wir es danach streamen, was dann passiert. Ja, wir setzen uns ja noch zusammen nachher oben. Dann ja, weiß ich ja. Ja, die Kamera läuft schon. Und ey, wir müssen nur noch hingehen. Vielleicht läuft die Kamera, vielleicht läuft sie nicht. Niemand weiß es. Ja, niemand weiß. Und wir wissen es auch nicht. Deswegen tun wir so, als wenn sie nicht liefe. Und wer weiß, was passiert, kann alles passieren. Manchmal haben wir auch einfach miteinander Sex. Ey, das hätte ich nicht gesagt. Ich hätte was anderes gesagt. Als Liebe. Jetzt anders genannt, ne? Ja, Happy Petting hätte ich es genannt. Aber Heavy Petting, Alter. Ja. Also, so lieber Simon, lieber Etienne, liebe Zuschauer heute an den Fernsehbildschirmen, wir wollen gar nicht die Zeit hier großartig mit Harmonie verschwenden, denn es ist hier völlig fehl am Platze. Hier gibt's auf die Fresse. Und deswegen beginnen wir direkt mit Runde 1. Ich muss ein bisschen näher ans Mic ran. Hört ihr mich? So, also Runde 1. Ihr fragt euch alle, Mensch, was ist denn das Thema? Die Frage der ersten Runde und wer wird beginnen? Das ist das, was ihr alle nicht wisst, außer mir. Ich frage euch erstmal das Thema, liebe Freunde da draußen. Es lautet, was ist die beste Süßigkeit aus den 90ern? Das ist die Frage, über die wir als erstes streiten. Und beginnen wird Etienne. Okay. 10 Sekunden ab jetzt. Wie, echt nur? Ja. Hast du das gerade ausgedacht? Ja. Okay. Ne, wie lange habe ich denn jetzt? Ja, jetzt weniger. Es gibt in diesem Format keinen Counter. Also okay, ja gut, also ich fange einfach an. Also Süßigkeiten der 90er ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, das genau zu definieren. Aber die Süßigkeit, die für mich einen enorm hohen Stellenwert in den 90ern hatte, ist Huba Buba. Ich bin ein großer Kaugummi-Fan. Und ich finde, bei Huba Buba war das, das war eine der Süßigkeiten, wo das Versprechen Wirklichkeit war. Weil du konntest wirklich fantastische Blasen mit den Huba Bubas machen. Mochte den Geschmack, am Anfang dieses Ur-Huba-Buba, das ist noch das rosane, super Geschmack. Und dann, ich habe einfach immer geliebt, die dann so oben an den Rachen zu legen, mit der Zunge platt zu machen, dann vorne einzuspannen und die Blasen zu machen. Und der Knaller war natürlich, wenn du zwei oder drei Huba-Bubas. Also, ich dachte, wenn die Blase platzt. Wir waren natürlich sehr reich, wir hatten manchmal
zwei oder drei Huba-Bubas. Ja, ich weiß. Hört es euch eine einfach mal an. Ja, nee, nicht. Auf einmal? Nee, ich hatte nur eine Packung, aber da ich wusste. Ja, eine einzelne waren da drin. Da waren zwei, drei. Ich hatte mehrere Huba-Bubas zur Verfügung. Ja, es ist krass. Ich bin Einzelkind. Auch sehr, ne? Naja, quasi. Das einzig geliebte Kind, sagen wir so. Und jedenfalls habe ich halt die Huba-Bubas. Also bei zwei Huba-Bubas konntest du halt eine richtig geile Blase machen. Drei Huba-Bubas hat mein Kiefer nicht hingekriegt. Das war zu krass. Das war aber gutes Kiefertraining. Gutes Kiefertraining, aber damals mit meinem noch zarten Kiefer. Und damals auch noch ungebrochenen Kiefer. War das einfach schwierig, aber zwei Huba-Bubas perfekt. Ich, ja, deshalb Huba-Buba. Ich mag Huba-Buba auch heute noch, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob es das noch in der Form gibt. Allein der Geruch von Huba-Buba, den riecht man. Ja, das ist künstliche Plastik. Ja, so ein bisschen Geruch. Hammer. Künstlich. Wie so eine Aldi-Tüte. Gummi, ja. Aber auch süß irgendwie. Du kriegst direkt so ein gutes 90er-Jahre-Gefühl. Deshalb für mich Huba-Buba der beste Kaugummi, den es hier gab. Sehr schön. Gute Antwort. Ja. Eine kurze Frage. Ich darf meine Antwort jetzt nicht dazu benutzen, um ihn zu niederzureden, sondern ich muss meine Antwort. Danach kannst du mich niederreden. Genau, du darfst jederzeit Eddie dann später auch niederreden. Die beste Süßigkeit, und ich glaube, da werdet ihr mir alle zustimmen, ist ganz klar Toffifee, denn Toffifee existiert heute noch. Huba-Buba, was ist das? Weiß keiner mehr, waren das irgendwie Backsteine? Du sollst über deine reden. Toffifee ist ein Dreiklang aus drei Geschmäckern, die Kinder mögen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Schokolade ist ja klar, ne? Die rundet das Ganze ab. Der kleine Fleck oben. Manchmal habe ich nur den Fleck abgebissen, habe den Rest weggeworfen, weil die Schoko war die beste Schoko. Dann Karamell, so ein geiler halbrunder, so ein Halbmond, so ein türkischer Halbmond voll mit Karamell in der Mitte die Nuss. Es ist Kunst, meine Freunde. Es ist nicht einfach nur ein dahingebrezelter Schokoscheiß da irgendwie in Riegelform. Das war echte Kunst. Da hat man sich noch Gedanken gemacht. Da konnte man nämlich noch, Kiefen heißt das, einzelne Elemente abbeißen. Da konntest du als Ganzes reinbeißen, hast den Dreiklang aus Nuss, Karamell und Schokolade. Aber du kannst auch einfach nur die Schokolade. Oder die ganz skilligen Leute haben nur den Karamell weggeknabbert. Hast du nur noch die Nuss mit Schoko. Es sind also, wenn du das hochrechnest, hast du 3x3, also 9 verschiedene Varianten, wie du das Ding essen kannst. Was soll man dazu noch sagen? Dann die Musik, die geile Song, die geile Werbung. Toffifee! Bis heute noch, weiß jeder, obwohl es in den 90ern war, dass das eine Melodie war. Wie war denn der Text von dem Song? Das schmeckt so geil bei Toffifee. Ich glaube, das war's. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ansonsten gibt's da wenig zu sagen, weil ich meine, der Gaumen entscheidet. Am Ende ist der Gaumen der Pförtner des Herzens und der hat immer durchgelassen bei Toffifee. Vielen Dank, Simon. Das ist eine gute Antwort, leider nicht die richtige, aber eine gute. Ja, es war eine gute, aber nicht richtige, sondern ach so, weil du auch noch ich sage euch jetzt, welche Antwort auf diese Frage eigentlich gesucht gewesen war. Und die richtige Antwort lautet natürlich Bum Bum. Was ist Bum Bum? Na, die meisten von euch wissen das natürlich. Die meisten von euch bekommen jetzt ein zärtlich nostalgisches Gefühl auf der Zunge und im gesamten Mundraum. Ja, das war der Geschmack der Kindheit, der Jugend, des Sommers, aber auch des Winters, Herbst und Frühlings, denn man konnte dieses Eis zu jeder Jahreszeit genießen. Was war das Besondere an Bum Bum? Nun, zum einen ist es natürlich ein Eis der 90er Jahre. Patent angemeldet 1991. Der Name Bum Bum, ja, es war tatsächlich eine Anspielung auf den Held der 90er Jahre, Boris Becker. Ein Sportler, dem die ganze deutsche Jugend zugejubelt hat. Wimbledon-Sieger, ihr wisst das alles, der jüngste aller Zeiten. Und dann kam dieses Eis ihm zu Ehren auf den Markt, Bum Bum. Und es war so richtig knallbunt, es war so richtig süß. Es hatte ähnlich wie Huba Buba diesen leicht künstlichen Geschmack, von dem man heute vermutlich eher Abstand nehmen wollen würde, aus gesundheitlichen Gründen. Aber damals gab es sowas wie medizinische Grundlagenforschung noch nicht, sodass man auch von den Eltern bedenkenlos dieses Eis geschenkt bekam. Und es hatte so einen ganz fantastischen Geschmack. Es begann mit der Schale, mit dieser roten Schale, mit diesem Überzug. Der hatte diesen ah, ich spüre es richtig. Und darunter war dieses leckere Eis. Und das hatte so diesen ganz charismatischen Geschmack, den kann man auch kaum mit einem anderen Eis vergleichen. Der war diesem Eis ganz eigen. Und wenn man dieses Eis vorzüglich, war natürlich im Schwimmbad, im Freibad, wenn man sich dann nach dem Planschen so ein Eis gönnen konnte. Und wenn man dieses Eis aufgegessen hatte, dann kam der Clou, die Erfindung des Jahrtausends, der Stiel war ein Kaugummi. Und dann konnte man, der war so in blaues Plastik verpackt, das Kaugummi abziehen,
sich in den Mund stecken. Und da hatte man noch ein herrliches, ebenso das kannst du mit jedem Stil machen. Schmeckendes, das ist einfach nicht wahr. Wir sind noch nicht in der Diskussionsphase, Simon. Spar dir das auf. Und dann konnte man eben nach dem Genuss dieses Eises auch noch ein Kaugummi zusätzlich genießen. Und das hatte kein anderes Eis zu bieten. Und deswegen ist für mich Bum Bum so beheimatet in meiner nostalgisch verklärten Erinnerung der 90er Jahre und damit eben auch ja meine Wahl für diese Frage. So, damit bin ich fertig und wir können in die offene Diskussion treten. Mensch, warum glaubt ihr denn, habe ich gewonnen? Also ich glaube nicht, dass du gewonnen hast, weil ich kenne das Bum-Bum-Eis. Du liebst es. Nee, ich lieb's nicht. Ach, ehrlich. Okay, du hast recht. Du hast gewonnen. Nächstes Thema. Nein, also das Ding ist, beim Bum-Bum-Eis ist das Bum-Bum-Eis für mich ein fauler Kompromiss. Du kriegst nicht das beste Eis, weil das beste Eis ist entweder Noggerschock oder Ed von Schleck. Und du kriegst auch nicht den besten Kaugummi, weil du kriegst nur so, beim Bum-Bum-Eis war immer nur so ein kleiner Kaugummi, ein unbefriedigender Kaugummi. Nee, der war nicht klein. Das war der ganze Stiel. Der war so trocken. Das war aber verglichen mit einem Huba-Buba, war das so ein Kaugummi, der verliert nach einer Minute den Geschmack und ist einfach, du hast Bock auf Kaugummi, aber du kriegst Bum-Bum-Kaugummi. Der hat sich in die Nasen, in die Innenfläche des Mundes geboren. Ganz kurz, das Gute am Bum-Bum-Eis ist, dass es mehrere Sachen bietet. Es bietet eine knackige Schicht, es bietet ein Eis und es bietet diesen, quasi was dann auch als Zweitverwertung in diese quasi Zigarettenkaugummis. Kennt ihr die noch? Das waren im Prinzip die Zigarettenkaugummis, die sie dann nochmal umhüllt haben. Also Kaugummi-technisch und eistechnisch meiner Meinung nach ein Kompromiss. Und bei Toffifee muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so eine Süßigkeit, die kriegst du bei der Oma, weil die keine Ahnung von Schokolade hat. Das kauft die halt, weil Toffifee ist auch gar nicht aus den 90ern. Toffifee ist von 1972 oder so, das erste Toffifee. Ich sag nur, es ist nicht mein Hauptargument. Ich leite nur den Ursprung her, dass das halt so eine alte Süßigkeit ist, die du halt kriegst bei der Oma, die keine Ahnung hat, was für einen geilen Shit es gibt. Ich möchte nur hinzufügen, es ist eine Süßigkeit, die es im Gegensatz zu euren beiden Ausgewählten heute noch gibt. Und zwar nicht im Sinne irgendeiner Retro-90er, wir machen jetzt noch mal Kohle mit dem alten Scheiß. Ja, aber das ist ja egal. Nee, das wurde nicht gesucht. Es zeigt aber, es steht für Qualität. Und beide Sachen gibt es übrigens auch. Es steht für Qualität. Ja, aber eben, es gab sie lange nicht. Bum Bum habe ich nämlich früher auch gerne mal gegessen. Die Toffifee-Werbung lügt. In der Toffifee-Werbung siehst du dieses Karamell, wie das so reingegossen wird. Und ne? Es wird suggeriert, dass der Schokoladenkern reinfließt rein. In das ausgehöhlte Karamellbecken. In Wahrheit ist das Karamellbecken oben dicht und es ist nur so ein kleiner Furz-Schokoladen oben drauf geklebt. Ja. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Also ich möchte da auch mal. Also Moment, aber okay, bitte? Darf ich kurz nur eine Sache? Ja, natürlich. Zum Thema Lüge. Weil dein Kaugummi, sorry, aber also das ist so armselig, weil das, was du da hast, und ich sag das als jemand, der sich gerne mal einen Bum-Bum geholt hat, der Kaugummi war immer der größte Lüge, war der größte Dreck. Du wusstest immer, die Schokoschale, nee, diese rote Gelee-Kram, dieser Lack um das Eis, der ist ganz okay, schmeckt mega chemisch. Das innen drin noch chemischer, aber halt Eis. Und dann wusstest du, fuck, jetzt habe ich noch den dummen Kaugummi. Dann ziehst du die Scheiße ab und merkst schon, das Ding ist so hart, das kannst du in einem nicht mal essen. Das musstest du in deinem Mund richtig einsippschen, wie so einen alten Reisigbesen. Absolut unerträglich. Die Kaugummis, die Huba-Bubbas, die gegessen wurden, wurden von der Straße aufgelesen und zu deinem Stil verarbeitet. Ja, okay, also das ist ein wunderbarer, auch sprachlich wunderbarer Rant, der natürlich jeglicher Wahrheit entbehrt. Denn es ist so, dass erstmal das Eis an sich, das ist für mich schon ein Siegertyp, weil, und da sind wir wieder bei den 90ern, explizit, so ein Eis, warum gibt's das nicht mehr? Es schmeckt chemisch, ja. Hat einen das als Kind interessiert? Nein. Es geht nicht um die heutige Bewertung dieses Eises. Das Witzige ist ja, ich würde das heute auch nicht mehr essen. Aber als Kind habe ich es geliebt. In der Zeit, in der wir uns gerade befinden, in den 90er Jahren, habe ich das geliebt. Weil man sich da auch nicht diese Gedanken gemacht hat. Da war das Chemie und ungesund einfach nicht so ein Thema. Irgendwann fing es an, da hat meine Mutter so einen Zeitungsausschnitt mit E-Stoffen. Das kann nicht das Argument sein. Das ist nicht das Argument. So, Huba-Buba ist safe radioaktiv. Genau, absolut. Und deswegen finde ich nämlich gerade dieses übertriebene Geschmackserlebnis des Bum-Bums war das, was es so charakteristisch auch für diese Zeit macht. Und was, wenn ich das sehe, wenn ich das rieche, dann denke ich instant wieder an diese Zeit. Du sagst völlig zu Recht, Toffifee gibt's immer noch, gab's vorher, gab's nachher, weil das einfach so ein Stangelprodukt ist. Klassiker. Aber das ist, wenn ich ein Toffifee esse, dann fühle ich nichts, weil das steht für mich für nichts. Aber Bum-Bum steht für mich explizit für diese Zeit in meinem Leben, für diese Zeit
die 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da, guck, ist das doch eine Sache, wie geil ist das denn? Da hat man die Lüge noch, können wir es nochmal sehen? Die Lüge. Die Schüssel, und dann kommt das so, ja, das sind Freiheiten, die man sich für die Werbung gerne nimmt. So, und dann hast du dieses, warte ganz kurz, lasst euch nicht ablenken von den Bildern, bleibt bei meinen Worten, dann hast du halt dieses fantastische Eis, was du gegessen hast, und klar, ich gebe zu, dass das Kaugummi des Bumbums qualitativ nicht so gut war wie andere, die sich hundertprozentig auf Kaugummi kauen konzentriert haben, da bin ich bei euch, aber es war jetzt auch nicht so schlecht, wie ihr das natürlich im Zuge der Sendung jetzt dargestellt habt. Naja, es ist ein Kompromiss. Und ich muss dazu sagen, dass es war eine Dreingabe, man hatte das Eis und dann konnte man das immer noch essen, sodass man das auch nicht irgendwie schlimm fand oder so, und man hat sich noch gefreut, ich habe noch was zusätzlich. Und ich muss tatsächlich auch sagen, bei Hubba Bubba, ich habe da Hubba Bubba auch sehr, sehr gerne gegessen, aber auch da war der Geschmacksmoment am Anfang total intensiv und der lief sehr schnell, lief der aus, der Geschmack, und dann hattest du irgendwann nur noch Pampe. Hubba Bubba hatte 5 Dinger drin und ich erinnere mich noch ganz genau, wie mein Kumpel Sascha, Nachbarsfreund, der dieses Hubba Bubba 30 Sekunden gekaut, das ist ausgespuckt, weil dann war es ekelhaft. Und hat er sich das nächste reingeschoben, bis der Geschmack weg war. Mein Kumpel Frank hat einen Hubba Bubba im Jahr gegessen und den genossen. Aber Frank ist aber jetzt eine Lüge. Aber sagst du, Frank hat ein Jahr lang einen Hubba Bubba. Nein, es geht darum, dass du irgendwelche Leute ranziehst, die kein Mensch kennt. Und eben als Beweis ich connecte euch hier bei. Das ist mir völlig egal, ob Sascha einen Hubba Bubba gut fand oder nicht. Das kann ja aber nicht relevant sein. Also was ich damit sagen will, ist, dass selbst das Hubba Bubba, am Anfang war es cool, Blasen und Geschmack, aber das war auch wirklich ein Genuss, der ging eine Minute. Und dann hatte man auch keinen Bock mehr für eine längere Zeit. Dann war es vorbei. Ja. Und dann brauchte man. Und eines habe ich noch sagen, da bin ich auch fertig. Für den Moment. Ich habe bald Geburtstag, sei ruhig. So, und zwar, was du gerade zu Toffifee gesagt hast, ne? Du hast dich im Prinzip selbst entlarvt, weil du hast nämlich gesagt, du hast manchmal einfach nur die vorne dieses Schokokäppchen gelutscht und den Rest weggeschmissen. Das war natürlich so ein Spaß, zu symbolisieren, dass selbst eine Inkredenz hier schon so geil war, dass es die ganze Nummer das stimmt aber für mich. Aber wenn die anderen für dich nicht so attraktiv waren, dass du sie weggeschmissen hast. Wer mag denn kein Karamell? Die gute Nuss, gesunde Nuss. Ja. Nee, aber das stimmt einfach nicht. Also du kannst mir nicht. Nee, also das Toffifee funktioniert gerade wegen diesem Betrug, den wir gerade auch noch mal im Video gesehen haben. Toffifee funktioniert nur gesamt. Du brauchst die Nuss, du brauchst das Karamell und du brauchst die Schokolade. Aber die Anordnung ist doch egal. Ja, aber du brauchst den Dreiklang. Ja, du kannst du kannst nicht eins da rausnehmen, dann funktioniert der Rest nicht mehr. Das mag sein, aber darüber reden wir ja nicht, weil, also, mein, passiert mich bum bum, wäre ja auch nur komplett sagen, nutzlos. Das ist keine gute, ja klar, ich sage nur, das ist keine gute Idee, nur die Schokolade beim Toffifee zu essen. Ich würde gerne nur noch, weil ich jetzt auch ein bisschen selten zu Wort kam, aber ich lasse euch auch gerne reden, weil ihr habt Geburtstag, würde ich gerne noch was sagen zum Hubba Bubba. Meine Erfahrung mit Hubba Bubba ist, das ist wirklich eine einzige Mogelpackung. Diese ganzen Luftblasen, die man angeblich blasen, die haben nie funktioniert. Das du kriegst vielleicht, du machst hier so die Nummer und dann kommt so, puff. Man bringe mir Hubba Bubba. Puff. Es nervt alle Leute in deiner Umgebung. Es zeigt, dass du ein Idiot bist, der einfach so einen Scheiß noch macht. Es outet dich, es deklassiert dich als Unmensch in gewisser Weise. Sehen wir mehr? Geh heute mal zu einem Meeting und mach da deine Hubba-Bubba-Blasen. Da bist du natürlich unten durch. Ja gut, aber in den 90er Jahren als Kind warst du halt nicht so oft in Meetings. Ja, aber das hat man ja nie gemacht. Ich weiß noch, dass alle Leute, die ich gesehen habe, die versucht haben, cool zu stehen und Hubba-Bubba-Blasen zu blasen, wie in der Werbung, die waren Spacken. Ja, die waren absolut unerträglich. Was glaubst du denn, dass wir im Halbkreis gestanden haben und Blasen? Das wäre das Stand. Guck dir mal. Nein, Mann, das war einfach eine Spielerei, die du mit dem Kaugummi machen kannst. Und jeder kennt das enttäuschende Gefühl, wenn du Kaugummi kaust und du willst eine Blase machen und es macht diesen kleinen. Es kommt so ein kleiner. Genau, aber du musst schon zugeben. War da nicht. Du musst schon zugeben, dass wirklich die Geschmacksdauer, der Genuss, wäre nach 30 Sekunden schon weg. Nee, nicht so. Also, Hubba Bubba war halt voll mit Chemikalien. Ja. Ne? Also, das kann man wirklich sagen. Hubba Bubba war mit Sicherheit nicht der gesündeste Kaugummi auf dem Markt. Aber weil er so voll mit Chemikalien war, hatte der schon einen Geschmack, der hat natürlich nicht den ganzen Tag gehalten, aber der hat schon den Kaugummi-Süßgeschmack meiner Meinung nach ausreichend befriedigt. Aber in Wahrheit war es ein Spielzeug. Ein Spielzeug, das du mit deinem Mund formen konntest. Wie dein schönes Gesicht. Oh ja, mit deinen Lippen geformt. Einspruch offensichtlich. Mit deiner Luft geblasen. Ja. Ich will nur noch was zum Hubba Bubba. Du machst die Blase, selbst wenn sie gut ist. Du hast die Scheiße überall hängen. Du konntest einen Hubba Bubba ja per Definition gar nicht essen, ohne dich komplett einzusaugen. Sie geplatzt, die Blase.
Was ja, immer ein bisschen ekelhaft war tatsächlich bei Hubba Bubba, war, wenn man in der Schule oder so, wenn man irgendwo saß und irgendwelche Leute hatten so Hubba Bubba unten an die Tischkante geklebt. Geballert. Das fand ich immer eklig. Das habe ich nie gemacht. Das Dinger da. Und dann, wenn das Schlimmste ist, wenn du da saßt und dann hast du was fallen lassen und hast dann so von unten auf den Tisch, wo du mit deinen Fingern, man hat ja immer so unter die Tischkante und so ein bisschen gewackelt und so. Aber das ist gefährlich, weil es gibt ja auch die Popler. Die Popler. Ah, jetzt hör auf. Aber ey. Ja. Aber jetzt denke ich an all die Sachen, die da unter dem Tisch waren. Schmieren ihre Popler auf unter den Tisch. Das ist ein Moral. Denkst du, es ist ein Hubba Bubba, aber in Wirklichkeit. Ja, der Witz ist, man kann es nicht unterscheiden, das ist Hubba Bubba oder Popel, weil sich die so ähneln. Schmeckt gleich, sieht gleich aus, gleiche Konsistenz. Du kannst es nicht so gut blasen. Gut, aber. Aber ich habe noch was. Ich habe noch eine Sache. Ja, sehr gerne. Möchte ich mal auf die reinen Ingredienzien, auf die reinen Zutaten eingehen. Mhm. Und zwar haben wir bei mir Karamell, ein Klassiker. Geht immer noch, geht heute noch, geht jederzeit. Ja. Nüsse. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Gesund, geil, nüssig. Schokolade ebenfalls. Das sind einfach, es ist ein Dreiklang aus Klassikern. Bei euch haben wir Chemie, Kaugummi, da ändert sich der Trend, der Geschmack. Bei dir haben wir diese komische, seltsame Kombination. Niemand kann zwei Bumbums essen. Das ist, glaube ich, ich kann problemlos zwei Packungen Toffifee essen. Niemand hat jemals zwei Bumbums gegessen. Das ist übrigens noch ein großer Kritikpunkt, den ich an Toffifee habe, dass in dieser Packung, das ist ja alles so verschwenderisch. Weil's so dieses Plastikgold da drin, dann ist das noch mal eingeschweißt. Und ganz ehrlich, du brauchst mehr Toffifees. Toffifees müssten eigentlich in einer Anzahl sein wie M&Ms, damit sie sinnvoll sind. Also, du willst so eine große Tasche voller Schokoklumpen. Nee, ich finde einfach, das ist eine Abzocke. Du kriegst so eine Packung und die ist so teuer. Die sind's wert. Das ist wie, meine Mutter hat immer gesagt, eine Schachtel Toffifee ist wie, keine Ahnung. Aber warum, beantworte mir eine Frage. Oder? Nein. Eine Frage und dann rest ich mein Case. Okay. Warum solltest du Toffifee kaufen, wenn du stattdessen Rocher kaufen könntest? Das ist tatsächlich schwierig. Gut, aber das ist natürlich jetzt eine Gag-Frage. Kann ich keine mehr essen. Das ist natürlich jetzt eine Gag-Frage. Ich finde, wir haben viele Argumente ausgetauscht. Ihr Lieben, ihr da draußen, immer die Herausforderung natürlich bei dieser Show ist nicht nur, wer hat das beste Produkt, ne? Das sei auch nochmal für alle Runden, die jetzt noch folgen werden, vorausgeschickt. Es geht hier natürlich auch so ein bisschen darum, wer hat die besten Argumente gefunden und nicht unbedingt mehr darum, okay, was ist euer persönlicher Liebling? So, sondern ne, also es geht auch ein bisschen darum, die Diskussion zu verfolgen, sich die Argumente auch, die auch in der Frühphase der Diskussion gefallen sind, nochmal in Erinnerung zu rufen und dann ein Urteil zu fällen, zu dem ihr jetzt kommen könnt, denn wir beenden die Runde 1 und ihr seid die Judges, die Juroren, die Richter. Ihr fällt jetzt ein Urteil und zwar könnt ihr das Ganze im Chat tun mit den. Wer hat dich eigentlich auf den Moderationsstuhl gesetzt? Was? Wie du die Leute ich war schon eine Stunde vorher in deine Moderation. Aber was habe ich denn beeinflusst? Naja, einfach alles. Denkt noch mal drüber nach, wer hier wirklich gute Argumente gefunden hat. Naja, ich finde, also mir ist, ich habe gedacht, wenn ich hier schon mal sitze, da schwingt doch was mit. Na, du vermutest, du denkst so, da ist doch irgendwas, aber du kannst es nicht benennen. Würdest du sagen, dass du derjenige warst, der am besten argumentiert? Nein, du versuchst schlechte Produktqualität als Nostalgie zu verkaufen. Damit bist du genauso schlimm wie all die Leute, die damit Geld machen. Guck mal, lieber Simon, ich weiß nicht, was du mir jetzt gerade wieder inklusive Eddie unterstellen wollt, aber alles, was ich nochmal versucht habe zu erklären, ist für die Zuschauer, wie das Format funktioniert. Und das ist auch quasi vor und nach den Formaten, in den Fights-Formaten, das gilt auch für Filmfights und auch für Gamefights, kommt ihr immer wieder und sagt, ey, das Problem dieses Formats ist, dass viele Leute eben nicht danach abstimmen, wer hat am besten argumentiert, sondern sie stimmen danach ab, was ihnen persönlich am besten gefällt. Also zum Beispiel bei Filmfights, hey, ich finde Indiana Jones besser als Star Wars, also nehme ich Indiana Jones, obwohl vielleicht Eddie mit Star Wars besser argumentiert hat. Und deswegen wollte ich das lediglich noch auch vielleicht für die neuen Leute, die heute zum ersten Mal dazu schauen, man muss die neuen Leute auch abholen, noch mal erklären, wie dieses Format eigentlich gedacht ist. Ist ja okay. Ich hoffe, da ist nicht zu viel Angriffspotenzial für euch zu finden. Ihr seid immer noch sehr glücklich. Der Panthersprung macht das toll. Ist klasse. Abgewehrt. Ja, ganz schön geil. Alles klar. So, vielen Dank. Das war die Regel dieses Formats. Ihr dürft jetzt abstimmen. Ihr habt es ja, glaube ich, hoffentlich im Fernsehen hier gerade eingeblendet gesehen, was die zugehörigen Chatbefehle sind, weil ich kenne sie nicht. Und deswegen quatschen wir jetzt ein bisschen und warten, bis ihr ein Urteil gefällt habt. Ja, was war denn noch eine geile Süßigkeit? Es gab keine mehr. Das waren die drei. Nee, kennt ihr noch Banjo? Ja. Warte mal, das ist Banjo so pseudogesund. Banjo waren zwei Riegel. Ja. Und die waren so nussige Schokoladen. Also Rosinen. Nee, nicht kein, das war ohne Doch, Rosinen. Doch, ganz kurz, nein, du meinst Ballisto, ganz kurz einmal für unsere Zusehenden. Hier sieht man nochmal die Chatbefehle. Ausrufezeichen AMF steht natürlich für alles. Toffifee ist natürlich leicht zu schreiben. Ich bin weggenommen. Gut, kann ich es nochmal sehen? Dankeschön. Alles Mögliche, falls, ne, da steht das AMF, klar. Und dann Hubba Bubba für Hubba Bubba, Toffifee für Toffifee und Bum Bum
Diese Bum-Bum-Boris Becker-Nummer war aber so ein typischer, war eine Lüge. Nein, das ist geil. Das stimmt. Als du das gesagt hast, ist mir erst bewusst geworden, weil das Eis auch aussieht wie ein Tennisschläger. Ja, genau. Ja, aber es ist rosa. Das ist ein Eis mit Konzept. Können wir noch mal Bum-Bum sehen? Ja, es ist ein Eis mit Konzept. Das Eis? Aber was hat das jetzt mit Boris Becker zu tun? Weil der hieß Bum-Bum-Boris. Ja, ich kenne den. Okay, ich verstehe schon. Aber deswegen kannst du ja mal sagen, die Hersteller waren mega Fan von Boris Becker. Ich glaube, die wollten Afrika. Das ist ein Tennisschläger. Ja, aber dann mach ihn doch hin. Aber er hat gar keinen Rand, der hat kein Netz. Was ist das für ein Tennisschläger? Übrigens, das gibt's immer noch. Also, das ist noch. Das ist mehr wie so ein Stück Kernseife, was du dir an den Stock machst, damit du irgendwie an die schweren Stellen kommst. Egal, mag ja sein. Also, es sieht aus wie ein Fisher-Price. Als jemand, der viele Bum-Bums gegessen hat, würde ich heute jetzt keins mehr essen. Du musst aber auch nicht mehr argumentieren, denn der Chat hat bereits entschieden. Ich weiß, ich sag das ja aus der ehrlich. Ah, ja. Jetzt kann man gespannt sein. Da sehen wir die Balken. Verdammt, ein paar Schleckermäuler unter der Community. Das ist eine knappe Geschichte. Schokolade. 38,4%. Herzlichen Glückwunsch, lieber Simon. Und Nuss. Aber knapp. Gespaltener Chat, muss man sagen. Schokolade, Karamell und Nuss. Ein Toffifee ist wie ein Kuss. Das hast du ja gerade ausgedacht. Ja, aber das wäre besser gewesen als nichts. Schmeckt so gut viel wie. Spaß in Toffifee. Steckt viel Spaß. Was für eine scheiß Werbung. Und das ist doch ein Überraschungsei. Zweimal die Familie, wo Chaos war. Und dann hieß es, wenn ich Toffifee ins Spiel bringe, dann schiebt sie so eine Packung offenes Toffifee. Und dann die Kinder und der Mann beide so. Als Leute mit Kindern, ist das realistisch? Naja, Schokolade. Nach Zucker ist Ruhe? Ja, Schokolade kann Nope. Nee, danach ist nicht Ruhe, aber für einen kurzen Moment. Also, Kinder mit Zuckerschock sind wie Menschen auf Koks. Das ist einfach Das schwierig. Wollen wir nicht. So, aber wir beenden damit. Für Simon Kretschmer erfolgreich hier die erste Runde. Du bekommst einen Punkt. Herzlichen Glückwunsch. 1:0:0 für Simon Kretschmer für die Antwort und die Argumente zu dieser Antwort. Ja. Toffee. Ach, gönn mir doch auch mal. Ich gönn's dir, aber ich glaube einfach, dass die Leute am liebsten Toffifee essen. Argumentativ habe ich dich hier nicht vorne gesehen. Warte mal, Eddie, willst du gerade die Zuschauer beeinflussen? Sag ich ganz ehrlich. Aber hast du nicht gehört, wie ich erzählt habe, von Schokolade, von Nuss, von Karamell? Ja, aber ein Halbmond aus Süß. Es hat mich einfach nicht überzeugt. Mich hat's auch nicht überzeugt. Jetzt wundert mich, dass meine Kontrahenten. Nein, ich würde das sagen. Es gibt ja, weißt du, ich kann das nicht. Na gut, ich werde es euch einfach beim nächsten, werde ich euch überzeugen. Ja, ich bin sehr gespannt. Du hast jetzt gleich Zeit dazu, denn du darfst auch anfangen, lieber Simon. Da muss ich kurz nachgucken. Denn wir kommen zu Runde 2. Runde 2 und die Frage: Was ist das beste analoge Spiel aus der Kindheit, meine Damen und Herren, Simon Kretschmer? Selbstverständlich, meine Damen und Herren, ist es Topfschlagen. Denn Topfschlagen ist das ultimative Spiel. Es ist Mysterium. Es hat ein bisschen auch einen Hauch Gewalt. Man hat die Augen verbunden. Man merkt zum ersten Mal, wie es ist, wenn die Sinne reduziert sind. Man fühlt sich als kleines Lebewesen, als kleiner Mensch zum ersten Mal richtig wahrgenommen. Leute achten auf einen, geben einem Tipp. Man kriegt eine Schlagwaffe. Das ist eine Sache, was alles gerne macht. Was machen Kinder gerne? Sie suchen, sie mögen was Mysteriöses, sie machen gerne Sachen mit Augenbinden und sie hauen gerne auf Sachen rum. Ganz viele Drummer sind so schon geboren worden, dass sie beim Topfschlagen einfach nicht mehr aufhören wollten, auf den Topf zu schlagen. Wer denn? Krogi. Und das ist nur einer von vielen. Der könnt ihr jetzt noch stundenlang weitererzählen. Und Topfschlagen ist deswegen auch so geil, weil es die Grenzen aufhebt zwischen Arm und Reich. Die Reichen sind ins Kino gegangen. Die Armen haben vielleicht zusammen um ein Brot rumgesessen und es angestarrt. Aber alle hatten einen Topf, weil den Topf braucht man, sonst hat man ja gar nichts. Und jeder hat einen Löffel. Das heißt, es konnte immer gespielt werden. Es war das Top-Spiel, was Leute spielen wollten an meinen Geburtstagen, auf anderen Geburtstagen. Und das Schöne war eben, man konnte den anderen so ein bisschen dabei zugucken, wie sie sich lächerlich gemacht haben, wie sie gesucht haben. Und du siehst, Mann, bist du doof? Bist du denn blind? Wohl wissend, dass er blind ist. Da ist doch der Topf. Andere Spiele bieten nur dem Spielenden was. Ja, läuft ein Fußballspiel? Ich wollte Krogi anrufen. Andere Spiele bieten nur dem Spieler was. Da hatten alle was von, auch die Zuschauer. Und das ist selten bei einer Sportart. Und ja, es ist eine Sportart. Ich wollte gerade Krogi anrufen und ihn fragen, wer zum Drum gekommen ist, als kleinen Fact-Check. Das wäre so geil, wenn er die Geschichte auspackt. Aber er ist leider verhindert. Das ist gut für ihn. Ja, vielen lieben Dank, Simon, für deine Antwort. Topfschlagen. Gerne. Und ich sehe, dass ich als nächstes an der Reihe bin. Und meine Antwort auf diese Frage lautet Lego. Für mich das beste
Spiel der Kindheit. Warum? Weil es einfach unglaublich viel Spaß macht, weil es Fantasie und Kreativität nicht nur abruft, sondern auch fördert. Man konnte frei bauen, das heißt einfach mit den Steinen, die man hatte, irgendwelche Fantasie-Dinge umsetzen. Man konnte das mit mehreren Leuten spielen, zusammen Lego bauen. Man konnte mit seinen Eltern Lego spielen, weil es nämlich nicht ätzend ist, sondern tatsächlich auch bis heute ältere Leute, Erwachsene, Spaß an Lego haben, sodass es ein Spiel ist, was eben auch Generationen irgendwie miteinander verbindet. Nur für Reiche. Was eben auch die Chance gibt, dass Kinder mit ihren Eltern spielen. Es gibt Bausätze, die man nach Anleitung herstellen kann. Ja, zum Beispiel irgendwelche Tiere oder irgendwelche Fahrzeuge, erklärst Raumschiffe. Erklärst du gerade Lego? Ja, ich sag das, was das Tolle daran ist. Das heißt, es ist zum Beispiel ein bisschen knifflig, diese Teile nach Anleitung aufzubauen. Es ist total befriedigend, Schritt für Schritt, Stein für Stein etwas in der Vervollständigung begleiten zu können, und irgendwann ist es fertig und man hat dann einfach ein Projekt geschafft und es ist fertig geworden und man freut sich, ey, es ist fertig geworden, und man kann trotzdem jederzeit sagen, okay, pass auf, ich stell's mir vielleicht irgendwie eine Weile ins Regal, aber irgendwann nehme ich es auseinander und baue irgendwas anderes und baue irgendwelche anderen Raumschiffe. Man kann sie nicht nur bauen, sondern man kann auch damit spielen, und je nachdem, worauf man gerade Bock hatte, ey, ich hab Bock auf Raumschiffe, okay, wir bauen Raumschiffe, hey, ich hab Bock auf Autos, ich baue mir Autos, alles ist mit Lego möglich, und für mich ist es deswegen bis heute tatsächlich das beste Spiel der Kindheit. Man kann es immer spielen, man kann es überall spielen, man kann es mit jedem spielen. Etienne, du bist der Nächste. Ich habe mich für etwas entschieden, wo ich sehr viel mit verbinde. Lego ist natürlich auch super. Topfschlagen ist eher sowas, was man halt an einem Kindergeburtstag dann als Special Occasion macht. Aber ich habe was überlegt, was war das, worauf ich immer, wo ich richtig nachts im Bett lag und gedacht, boah, war das geil, wenn wir das gemacht haben. Und das war mit den ganzen Kindern aus der Nachbarschaft draußen Räuber und Gendarm spielen. Und zwar gab es die Regel bei uns, wir durften nicht über die großen Straßen, wie gesagt, Stadtkind, deshalb gab es den großen Wohnblock. Haben wir bei euch nicht eher Räuber und Räuber gespielt? Sehr funny, aber lass mich mal kurz zu Ende machen. Wir hatten den großen Häuserblock und es war halt alles erlaubt, sich zu verstecken, aber innerhalb des Blocks, man durfte nicht über die Straßen gehen. Und dann hatten wir in einem Hof bei einem Haus, da war das Gefängnis, wo man dann die Räuber reingebracht hat, und dann gab es verschiedene Zugänge, man musste über Mauern klettern, durch Zäune klettern, auf Bäume hoch. Ich habe mich immer in der Altpapiertonne versteckt, habe die immer so, die großen Altpapiertonnen so mich reingemacht, dann ich wurde nie entdeckt, aber ich habe ein bisschen gestunken danach, egal, lange Geschichte. Räuber und Gendarm war einfach der absolute Shit. Es hat alle Kinder involviert, ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, Jungs, Mädchen, alle waren dabei. Je mehr es waren, desto geiler, wenn es richtig 10 gegen 10 war oder so. Es war spannend, es ging über mehrere Stunden. Das hat einfach so geile Emotionen in mir geweckt. Später haben wir es dann im Holzhausenpark gemacht in Frankfurt. Dann, das war noch geiler mit den Gebüsche verstecken und so weiter und sich von verschiedenen Seiten den Gefangenen annähern. Räuber und Gendarm, für mich das beste analoge Kinderspiel. Darf ich da gleich? Selbstverständlich, lieber Simon. Okay, ist okay? Ja, klar. Okay, weil sonst vergesse ich das. Also, ihr habt gute Argumente, ihr habt gute Ideen auch und so. Ich glaube trotzdem, dass ich die bessere Wahl habe, weil ihr habt beiderseits Spiele genommen, die gesellschaftlich, finde ich, knifflig sind. Räuber und Gendarm, da ist dann die Frage, wie werden die Leute da, wie werden die Kinder ausgebildet, was für Rollenbilder kriegen sie da vermittelt, denken sie da nicht ein bisschen binär, nur noch in Räuber und Gendarm, ist das nicht Teil auch unserer heutigen Diskussionskultur, wo man nur noch Einsen und Nullen kennt, nur noch links und rechts? Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, dass früher alle Räuber und Gendarm gespielt haben. Plus, es geht halt nur da, wo man eben den Platz hat. Wieder mal, genauso wie bei dir, was für reiche Leute. Lego-Sets ist was für reiche Leute, die Platz haben, die auch das Geld haben, immer wieder neue, bekannte, popkulturelle Gebilde zu kaufen. Mehrere kombinieren für was Neues, muss man ehrlich sein, ist sehr, sehr schwer. Also da diese Kreativität wird zwar angedeutet, aber selten eingelöst von Lego. Es sei denn, man hat wirklich sehr, sehr viel Geld ausgegeben und einen großen Riesensack. Ich kann auch nur sagen, ich war nie Lego-Fan, weil mich das immer genervt hat. Man steigt auf die Dinger drauf, es tut mega weh, man hat direkt keinen Bock mehr. Das nehme ich dir sogar ab, dass das die Gründe dafür sind. Man sucht stundenlang, sucht man die bestimmten Teile, die man will. Man ist malen nach Zahlen. Lego ist malen nach Zahlen. Das ist kein richtiges Spiel. Man baut da was nach, man übt schon mal für die Zukunft, wenn einem andere sagen, was man machen soll. Das ist ähnlich wie bei Topfschlagen, wo jemand einem sagt, hey, klopf mal mit diesem Holzlöffel auf einen
Topf. Also da muss ich zum Beispiel sagen, ich finde, Topfschlagen ist etwas, was man eigentlich nur an einem Kindergeburtstag gespielt hat. Man hat das eigentlich nie außerhalb von Kindergeburtstagen gespielt. Und das stirbt auch in dem Moment, wo man zum ersten Mal einen Geburtstag feiert, wo vielleicht das Wort Kinder auch wegfällt, sondern man feiert seinen Geburtstag und nicht mehr seinen Kindergeburtstag. Ab dem Zeitpunkt spielt man auch nie wieder Topfschlagen und man hat auch nie außerhalb dieses Geburtstagsevents das Bedürfnis nach Topfschlagen verspürt. Das hat man nie mit seinen Eltern gespielt oder seinen Geschwistern. Das ist wirklich exklusiv. Ach, daran liegt's. Nee, man spielt das mit seinen Freunden. Ich zumindest habe nie jemanden kennengelernt, inklusive mir selbst, der Topfschlagen außerhalb von Kindergeburtstagen gespielt hat. Und ich muss sagen, lustigerweise hatte ich kürzlich einen Kindergeburtstag bei mir zu Hause. Und natürlich wurde da auch Topfschlagen gespielt. Und glaub mir, es ist nicht so gut, wie man das in Erinnerung hat. Weil es ist einfach, du hast da diese Kinder, und ich habe es wirklich erlebt, es ist noch nicht lange, es ist noch ganz frisch bei mir im Gehirn. Du hast diese Kinder, die streiten sich erstmal, wer anfangen darf. Wer ist als nächstes dran? So, zack. Dann stellst du diesen Topf auf und eins dieser Kinder, dann fangen die immer schon an zu klopfen, bevor man das freigegeben hat. So, das nervt schon mal. Dann kreischen die Kinder. 80% kreischen, 20% versuchen, den in die falsche Richtung zu locken. So, das heißt, die eine Hälfte kreischt heiß, heiß, heiß und die andere nur, um den zu ärgern, kalt, 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 kalt. Es ist unglaublich laut. Es da merkt man, wem man vertrauen kann. Ja, du siehst sie ja nicht, das ist das Problem. Ja, man hört es ja mal. Also, es hilft den Leuten, sich zu finden. Und dann irgendwann kriegen sie diesen Topf und dann gibt es immer so Kinder. Manche machen so klong, klong, alles klar, Spiel ist vorbei. Und dann gibt es diese Kinder, die machen klong, 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 klong. Ja, und es ist so nervig und fürchterlich. Und dann machst du den Topf auf und dann ist da natürlich irgendeine Kleinigkeit drin, weil den coolen Scheiß kriegt man am Ende des Geburtstages mit den Tütchen mit. Das heißt, es ist nicht mal irgendwie eine besonders tolle Belohnung da drin. Deswegen ist für mich Topfschlagen tatsächlich ein bisschen lame. Räuber und Gendarm finde ich tatsächlich eine bessere Wahl als Topfschlagen. Ich finde, das ist auch cool, weil man das draußen spielen konnte und mit vielen Freunden spielen konnte. Von daher mag ich diese Wahl. Ich muss aber sagen, dass Räuber und Gendarm auch so eine Geschichte ist, die für mich sehr reduziert stattgefunden hat. Die hat man ja vielleicht auf dem Schulhof mal gespielt. Aber das ist jetzt auch zum Beispiel nichts, was man, wenn es geregnet hat oder wenn es arschkalt war, wenn das Wetter schmuddelig war, dann hat man es nicht gespielt. Sondern das ist zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, vielleicht war es bei dir anders, weiß ich ja nicht, ist es eher eine Sache, die man relativ selten gespielt hat und die man jetzt auch nicht stundenlang gespielt hat. Für mich ist das eher mit durch die Gegend stromern, in Gruppen durch die Gegend ziehen und mal irgendwas zusammen machen. Und vielleicht hat man dann auch mal Räuber und Gendarm gespielt, aber nur so als Etappe von vielen Etappen. Man hat den Tag über dann vielleicht Fußball gespielt oder in der Sandkiste oder das rumgestromert. So, das ist für mich nicht das eine Ding ist. Und Lego ist für mich eine Sache, wo du wirklich den ganzen Tag spielen kannst, auch als Geschenk zum Beispiel. Du kannst jederzeit, wenn irgendwer Geburtstag hat, du kannst immer Lego schenken. Nie wird ein Kind enttäuscht sein, wenn du ihm Lego schenkst. Und zwar, weil sich jeder darüber freut, weil es immer Spaß macht und du kannst es überall spielen, bei jedem Wetter und mit, ja, wie gesagt, mit Eltern, mit anderen Freunden. Kannst es sogar wunderbar alleine spielen. Es fördert die Kreativität, die Fantasie. Und deswegen nochmal ein Plädoyer für Lego. Also, ja, es stimmt natürlich, dass man mal die Sachen, die man draußen spielt, dass man die natürlich, dass die nicht wind- und wetterfest sind. Das stimmt. Ich habe es im Sommer tatsächlich, haben wir es jeden Tag gespielt. Es war wirklich so, es war sicherlich nicht, es ist nicht so available, sage ich mal, wie wenn du Lego zu Hause hast. Das stimmt auf jeden Fall, aber das macht's eben auch so ein bisschen besonderer. Lego ist sowas, das ist natürlich super. Ich bin auch großer Lego-Fan, aber das hat nicht dieses, das ist schon so Standard. Das ist so wie ein Buch lesen, das könnte man auch sagen, oder eine Kassette hören. Das ist so ein Standardding. Aber das, aber bei Räuber und Gendarm war halt so was Besonderes. Das war eben, da muss natürlich ein bisschen was zusammenkommen, damit es stattfindet. Das Wetter muss stimmen, du musst genug Freunde haben, du brauchst eine Location, damit es stattfindet. Aber es, die Frage war ja nicht, was ist am leichtesten umsetzbar oder sowas, sondern wirklich, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, noch mal Summer of 94. Was will ich da machen? Da sage ich doch nicht, ja, komm, Tim, komm rüber und wir bauen ein Raumschiff zu Hause in Lego. Sondern da sage ich, Alter, wir sammeln uns alle auf der Straße. Wir sammeln uns alle auf der Straße und wir suchen, wir klettern wieder über Bäume, wir suchen Geheimgänge, die zum Dings führen. Das ist das, was ich verbinde mit dem geilsten Spiel aus meiner Kindheit. Lego ist eine Konstante, auf jeden Fall. Da brauche ich auch niemanden für. Das kann ich, finde ich auch alleine zum Beispiel viel geiler, als mit jemandem zu bauen. Aber das ist sicherlich Geschmackssache. Gibt auch Kids, die zusammen Lego bauen oder so. Aber nee, für mich ist das noch mal so, was du sagst. Und ich meine, Topfschlagen, wenn ich das noch ganz kurz sagen darf, Topfschlagen ist halt ein Kindergeburtstagssport. Aber also selbst, ich glaube, schon mit 7 oder 8 hört schon das Verlangen nach Topfschlagen einigermaßen auf, weil es halt
sei mir nicht böse, so unglaublich lame ist. Topfschlagen ist so lame, die Hälfte der Belegschaft steht drumrum und schreit unmotiviert, heiß, kalt, heiß, kalt. Meistens spielt man es in einer kleinen Einzimmerwohnung, wo eh der Topf entweder da ist oder da ist. Dann ist da drunter eine Belohnung. 17 Kinder sind traurig, dass sie keine Belohnung kriegen. Das heißt, du musst es, um es fair zu machen, 17 Mal machen. Es ist der absolute Graus. Und am Ende des Tages wird kein Kind jemals sagen, oh, das Topfschlagen, das war das, worauf ich mich am Geburtstag am meisten gefreut habe. Ich muss wirklich sagen, ich habe sehr viele schöne Erinnerungen an Topfschlagen. Ich meine es wirklich jetzt ernst. So, für mich war das bei jedem Geburtstag, war das jedes Mal Programm. So, ich weiß auch nicht, warum. Ich habe es mir ja nicht ausgedacht. Heute noch. War halt so. Na, ist wirklich. Wie hast du es denn gespielt? Wir können gerne gleich nachher zu deinem Geburtstag eine Runde Topfschlagen machen. Das können wir auch gerne. Bist du ein Freund der Topf hieß? Ich möchte gar nicht. Also ich möchte kurz was zu sagen, weil ich habe ja meinen Punkt gemacht. So, ich finde, meine Wahl ist eine kuriose Wahl, aber wenn man genau nachdenkt, ist es eigentlich die perfekte Wahl auch für einen Kindergeburtstag. Das sind die Momente, man ist ein Jahr geworden, alle Freunde sind da, man ist zum ersten Mal in der sozialen Präsentiersituation, Mann selbst, obwohl es die Mutter macht, sorgt dafür, dass alle da sind, dass es ihnen gut geht. Das ist das perfekte Spiel dafür. Jeder kriegt am Ende was, alle haben Spaß, alle können mitmachen, keiner muss warten. Bei Lego sehe ich eher das Problem, dass das meiner Ansicht nach meistens nicht zusammengespielt wird. Ich sehe da eher Konfliktpotenzial, ich sehe da Streite, ich sehe, der will aber das bauen, ich will aber eine Feuerwehr, ich will aber die Polizei, der baut falsch, nein, der kann bauen, wie er will. Endlose Diskussionen, es ist was für jemanden, der alleine spielt. Es ist eine Solo-Nummer. Kann man machen. Aber ist nicht so, bringt den Leuten nicht so viel, finde ich, wie Topfschlagen, was ja auch gesellschaftlich zusammenhält. Die jungen Leute. Also ich möchte da ein bisschen noch mal reingehen, weil auch da hat natürlich jeder seine eigenen Präferenzen und auch Erinnerungen. Ich erlebe das jetzt gerade auch wieder mit meinem Sohn, dass Lego eben eine Option ist, alleine zu spielen. Und das finde ich eben das Gute daran, dass du eben, wenn du zu Hause bist, dir ist langweilig und da ist gerade niemand zur Verfügung, der mit dir zusammen was macht, funktioniert Lego wunderbar alleine. Kann man sich ein Hörspiel nebenbei anmachen und endlos lang bauen. Das sind die schönsten Erinnerungen, die ich habe, irgendwie mit einem Hörspiel zusammen irgendwas zu bauen. Aber das funktioniert wunderbar auch mit Freunden. Und ich zum Beispiel habe da nie Konflikte. Und bei mir ist es so, auch mit meinem Sohn so, wenn, ey, was wollen wir bauen? Dann bauen wir beide irgendwie ein Auto und dann spielen wir halt irgendwie Autos. Dann bauen wir noch eine Garage für die Autos und dann bist du in einem Autoding. Oder du baust halt irgendwie Raumschiffe. Und klar, als Erwachsener gehst du eher auf dein Kind ein. Dann nimmt man sich selbst zurück. Aber auch wenn ich sehe, wie er mit seinen Freunden Lego baut, die sind die ganze Zeit nur laut und am Kreischen. Aber wenn man sie dazu kriegt, dass sie sich hinsetzen und Lego bauen, und dann sind die ruhig und bauen schön vor sich hin und sind irgendwie miteinander und sind so ganz bei sich selbst und haben mir dieses Durchgeknallte. Und ich finde eben, was du gerade gesagt hast, so Eddie, ich glaube dir, dass du da so auch schöne, eher so punktuelle Erinnerungen dran hast, nehme ich dir absolut ab. Aber ich glaube auch, dass wenn man dir sagen würde, okay, was entferne ich mit dem Radiergummi aus deiner Kindheit, Lego komplett oder Räuber und Gendarm komplett, glaube ich schon, dass es dir dann eher, würdest du zumindest noch mal drüber nachdenken, ob du wirklich Lego aus deinem Leben auswählen würdest. Ja, aber das Problem ist einfach, weil es so viel, weil Lego so einen großen Stellenwert genau, hat. Genau, und das meine ich. Und das ist ja, finde ich, eine Sache, die kann man ja Lego nicht negativ ausleben, dass sie sich diesen Stellenwert erarbeitet hat, sondern den hat sie ja nur, weil es eben so viel Spaß macht und so viele Gelegenheit gibt, Lego zu spielen. Also deswegen nehmen sie überhaupt diesen Raum ein. Ja, naja, also das ist natürlich dann auch eine Quantitätsfrage. Lego ist halt immer da und hat einfach von der puren Stundenzeit so viel eingenommen, weil man es zum Beispiel auch im Winter oder auch alleine machen kann. Aber gesucht war ja wirklich das, wo man wirklich dran denkt, oh, das geilste Kinderspiel. Und da ist mir Lego ein bisschen underwhelming. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als jemand, der auch wirklich großer Lego-Fan ist, sowohl ich als auch meine Söhne und viel Geld auch ausgebe, muss ich sagen, Lego ist was, wo du immer wieder nachschmeißen musst. Das ist zumindest meine Erfahrung, weil das war zugegebenermaßen in den 90er Jahren war das noch nicht so extrem, aber jetzt, wo es diese ganzen Sets gibt, Star Wars, Ninjago und so weiter und so fort, der Sack mit Lego-Teilen ist voll. Also im Prinzip gäbe es 1 Million Möglichkeiten, damit Spaß zu haben, aber der steht auch viel rum. Es muss dann schon auch immer
was Neues wieder sein. Das, der AT-ST oder der Superwing oder der. Ja. Du willst dann schon auch immer das neueste Raumschiff. Und das geht brutal ins Geld. Aber du es sagst ist ja wirklich selbst, fucking das war früher Feuer. Noch nicht so. In unserer, es geht ja heute es um ist, unsere Kindheit. Es ist, ja, es war nicht, es war auch schon und früher so, dass ich neues Lego natürlich immer gefeiert habe. Die alten Lego-Steine, da wirklich mich dann jeden Tag hingesetzt habe und nochmal was Neues drauf gebaut habe, das waren auch eher die selteneren Tage. Weil es gibt ja tatsächlich auch zwei Unterschiede. Aber du stimmst mir doch zu, dass Lego einfach schweineteuer ist. Oder ja, nicht? Nee, also was man gut machen kann, was wir auch früher gemacht haben, also meine Eltern haben auch nicht im Geld geschwommen, ich habe auch zwei Geschwister und so weiter. Aber du konntest die halt wunderbar auf einem Flohmarkt kaufen, wo du so richtig große Boxen auf dem Flohmarkt kaufen konntest, da waren die recht günstig. Ja, so. Die hat man dann einmal in so einen Fußkäse noch so Kopfkissenbezug gepackt. Ja, das ist so, wie wenn Mama einen Hamburger selber macht, anstatt zu McDonald's. Naja, ich finde auch, ja, als Kind, das ist halt ein Argument. Und das ist halt, doch, es ist ja, also wenn man nicht viel Geld hat und Bock auf Lego, dann ist Flohmarkt einfach ein wunderbarer Ort, um relativ günstig viel Lego auch zu bekommen. Damals war Lego auch nicht so teuer wie heute und gerade eben, weil das nicht immer im Verbund war mit irgendwelchen Marken. Ich gebe dir recht, heute geht das in Kombination mit Star Wars, mit Ninjago und so weiter. Da hast du natürlich diese Lizenzgebühren oder auch einfach nur diese Marken mehr kosten. Aber was mir tatsächlich noch am meisten Spaß macht, ist, es gibt diese Boxen, wo du einfach nur Steine hast, wo du keine Sets kaufst oder irgendwas, einfach nur einen Karton mit Steinen und dann baust du einfach nach Fantasiesachen. Und das ist zum Beispiel das, was ich mit meinem Sohn die ganze Zeit mache. Wir bauen zwar auch manchmal Sets, aber das, was wirklich den Wiederspielwert hat, sind einfach nur Steine. So. Ich möchte noch eins sagen, nur ein letztes Argument, ja. Weil wir sind auch durch, glaube ich. Lego tötet. Es sterben regelmäßig Leute an verschluckten Steinen. Die essen die, kriegen die nie wieder raus. Ja. Das Plastik zerstört die Umwelt. Das ist wahrscheinlich das Schlimmste. Ja, okay, zugegeben, jemand. Schwierig. Aber ich sag ja nur, es ist in gewisser Weise auch so eine Art Intelligenztest. Und nicht jeder überlebt ihn. Ja. Also ich würde meinem Kind wohl wissen, dass es mein Kind ist, wenn ich kein Lego kaufe. Aber auch mit 16 nicht. Nee. Ja, aber mit 16 nicht. Kaufst du ja selbst, wenn du 20 bist. Ja. Und Topfschlagen aber auch nur, wenn... Ja, da kannst du ja Plastiklöffel nehmen. Küchenpapier um und so. Also, du hast es gerade selber gesagt, die Zeit ist vorbei. Vielen Dank, ihr lieben Freunde, für diese Diskussion zu der Frage, was ist das beste analoge Spiel aus der Kindheit? Und jetzt seid ihr natürlich gefragt. Ihr dürft euch jetzt entscheiden, welches Spiel hat euch am besten gefallen? Wer hat am besten argumentiert und ihr dürft euch jetzt entscheiden für Ausrufezeichen AMF Topf, Ausrufezeichen AMF Lego oder Ausrufezeichen AMF Räuber. Und bevor wir euch sagen, was eure Wahl geworden ist, machen wir eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Gleich sind wir wieder zurück, dann mit Runde 3. Alles mögliche Fights. Herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Alles Mögliche Fights. Ihr habt Runde 1 schon in Gänze gesehen. Da hat Simon einen Punkt nach Hause geholt mit seinen Toffifees gegen Bum Bum und Mao, nein, Hubba Bubba. Und in Runde 2 war die Frage, was ist das beste analoge Spielzeug? Sag mal, was ist los, Regie? Spielzeug, Spiel. Spiel aus der Kindheit. Und dort hatten wir Topfschlagen, Räuber und Gendarm und Lego. Und ihr durftet eben in der Werbepause abstimmen. Und jetzt lösen wir auf, was ist euer Favorit? Wer hat gewonnen? Schauen wir mal rein, was der Chat gesagt hat. 52,7% Lego, Herr Räuber. Das hat ja die anderen geheißen. Herzlichen Glückwunsch. Gutes Ergebnis, über 50%. Das ist ein gutes Ergebnis. Das ist ein gutes Ergebnis. Sagen, ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin selber riesen Lego-Fan. Weißt du auch. Und Topfschlangen direkt dahinter. Ja. Ich habe einfach nur auch die Frage, war für mich mehr noch so Outdoor-Geschichten. Ich weiß, das ist so nicht, du hast keinen Fehler gemacht, auf keinen Fall. Das war ja nicht so gestellt, nur in meinem Kopf war irgendwie so Sachen wie Verstecken, Fangen und so ein Kram. Ja. Weil Lego ist natürlich, wenn man es jetzt, wenn ich es jetzt mal aus pädagogischer Sicht als Vater sehe, jetzt mal unabhängig davon, dass ich super finde, wenn Kinder draußen irgendwie spielen und Spaß haben, ist Lego schon auf vielen Ebenen geil. Ich find's nach wie vor, stehe ich dazu, sollen wir nochmal neu abstimmen, oder? Ich find's nach wie vor teuer. Lass uns doch jetzt lieb sein und lieb darüber reden. Kleiner Spaß. Ich hab auf meine Kosten. Nein, wieso, hä? Okay, aber ich will damit nur sagen, aber wirklich Real Talk, wenn aus Erfahrung mit meinem Sohn ist, dass es ein Fass ohne Boden ist. Der baut super viel Lego auch alleine, aber
irgendwie hast du das Gefühl, du musst immer wieder, vielleicht ist es auch einfach, weil ich es mache und ich einfach es nicht machen sollte, aber der ist Lego-süchtig. Der braucht immer wieder den Speedfighter. Es gibt ja jetzt diese Lego-Magazine, die gab es ja zu unserer Zeit nicht. Kennst du die? Die am Kiosk diese Zeitschriften, wo dann drei Rätsel, irgendein dummes Labyrinth und noch eine Lego-Figur oder so. Es kostet dann 5 Euro. Okay. Der hat einen Stapel von diesen. Das Perfide ist, die haben so Fortsetzungsgeschichten, wo die dann, wo du halt, wenn du ein Magazin nicht kaufst, weißt du nicht, wie die Geschichte weitergeht so ungefähr. Das ist, als ich das erste Mal am Kiosk war und das erste Mal, mein Sohn wollte Pokémon-Karten und ich habe den, die Ninjago-Karten kosten 1 Euro. Und die Pokémon-Karten kosten 5 Euro. 5 Karten in so einem kleinen Package kosten 5 Euro. Und dann habe ich da so selbstbewusst so 2 Karten hingelegt und 2 Euro. Und dann meint die, da fehlen noch 8 Euro. Und ich so, nee, ich will nur diese 2 Packungen Pokémon-Karten. Meint sie, ja, die kostet 10 Euro. Und dann habe ich noch im Kiosk gegoogelt und habe im Internet geguckt, ob das einfach nur ein Kiosk ist, was mich abziehen will. Nee, das ist einfach der offizielle Preis. Und das sind einfach Lootboxen. Ja, aber das ist ja natürlich. Alle Kinder werden ausgenutzt, um die Eltern abzuzocken. Natürlich. Wir hatten damals gab es Panini-Alben, das war ähnlich. Ja. Ja. Da haben unsere Eltern auch gesagt, nicht so teuer, oder? Das war, ich glaube, 50 Cent oder so. Die waren nicht so teuer. Also die waren natürlich. Für so ein Tütchen. Wenn du halt ein Buch voll bekommen wolltest, hast du auch unverschämt viel Geld bezahlt. Ne? Aber das waren so die Anfänge, da war der Kapitalismus aber auch noch nicht so ausgeprägt. Das war eine Zeit, da hatte Samstag einen Laden maximal bis 12 auf und wochentags bis 18 Uhr. Also das war noch ein bisschen eine andere Zeit. Aber ja, das ist krass. Absolut. Gut, aber herzlichen Glückwunsch. 1 Punkt für dich. Yes, Mann. Ja, aber okay. 1:1:0 steht es jetzt. Aber das kann sich natürlich relativ das Erste, was mir eingefallen ist, was soll ich sagen? Schnell ändern. Wenn wir zu Runde 3 kommen. Runde 3 und die Frage lautet, was ist der nervigste Song aller Zeiten? Und diesmal beginne ich und ich möchte beginnen, indem ich euch etwas vorlese. Ring, ding, ding, da, ba, ba, aramba, ba, bom, ba, ba, rumba. What's going on? Ding, ding. This is the crazy frog. Ding, ding. Bam, bam. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 bam, bam, bam. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 ba, ba. Ring, ding, 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 ding. Ring, ding, 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 bam, bam, bam. Ring, ding, 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 ding. This is crazy frog breakdown. Und so weiter und so fort. Wow. Das ist der Songtext zu dem Song, den ich als den schlechtesten aller Zeiten auserkoren habe. Das ist Crazy Frog von einem Typen namens Axel F. Und für mich ist das der schlimmste Song, weil der Song an sich fürchterlich ist. Unglaublich nervig. Es ist für mich das songgewordene Topfschlagen auf einem Kindergeburtstag. Es ist einfach nur Lärm und Krach. Und dazu kommt, dass die Diskrepanz aus Qualität, musikalischer Qualität dieses Songs und Erfolg, den dieser Song hatte, diese Diskrepanz ist unfassbar. Weißt du, man kann sich ja irgendeinen Scheiß-Song raussuchen und sich damit trösten, okay, das habe ich jetzt gegoogelt und der ist aber nicht erfolgreich gewesen. So what? Aber dieser Song ist so unglaublich erfolgreich. Der hat, ich glaube, 6 Milliarden Aufrufe auf YouTube. Der ist bis heute ein Phänomen. Ich habe mir den nochmal auf YouTube angeguckt und in den Comments gelesen. Und da schreiben Leute teilweise, wow, geil Song, fetzt immer noch rein. Ah, er gefällt ihnen also. Und ich denke so, ja, einigen Leuten gefällt er, genau, das ist ja der Ursprung 7 des Erfolgs, Millionen, ne? Dass es Leute gibt, die das feiern. Und es geht ja um meinen persönlichen Geschmack. Und der ist, dass ich diesen Song absolut fürchterlich finde. Und es ist nicht nur der Erfolg und die Qualität des Songs, es ist auch das Video mit diesem bescheuerten Frosch mit asymmetrischen Augen, der einfach völlig kotzblöde da irgendwie durch eine Stadt fliegt. 3 Milliarden? Und verfolgt wird von irgendeinem nichtssagenden Typen mit einer Rakete. Man weiß überhaupt nicht, warum. Also die Story des Videos wird einem nicht mal erklärt. Und der Hintergrund ist, dass es einen Typ gab, der gerne so Motorengeräusche nachgemacht hat.
Und weil der da so Bock drauf hatte, hat der eine Internetseite gemacht. Und ich hoffe, dass es derselbe Typ ist. Es gab nämlich früher eine Internetseite, die hieß very.de, very englisch wie sehr. Und da war einfach nur ein Bild von Michael Schumacher und diese Geräusche. Und als ich mit 20 das letzte Mal eine Bon geraucht habe, da fand ich das mega lustig und habe mich mit meinen Kumpels darüber bepisst. Aber als dann dieser Song kam, alter Schwede, es ist unfassbar fürchterlich. Und das Schlimme daran ist, die Ursprünge dieses Songs liegen, Achtung, bei Yamba. Und wir alle wissen, Yamba hat das Musikfernsehen-Zeitalter zerstört. Das, was der Komet für die Dinosaurier war, war Yamba für das Musikfernsehen. MTV und Viva und wie sie alle heißen, VH1, Viva 2, alle von diesem Komet Yamba einfach in die Bedeutungslosigkeit gefetzt worden. Und dieser dumme Frosch ist einfach der General des Kometen, um die Metapher jetzt ein bisschen ins Wahnsinnige zu führen. Also für mich ist die Kombination aus allen Elementen unfassbar, fürchterlich schlecht und damit für mich der schlechteste Song aller Zeiten. Wir machen weiter mit Eddie. Ja, ich nehme einen Song, den ich wirklich abgrundtief hasse. Das Problem an diesem Song ist, dass er auch relativ beliebt ist und glaube ich auch sehr hoch gechartet ist. Aber, und das ist ja das Schlimme an so einem Song, wie auch bei dir. Also bei dem weiß ich jetzt nicht genau, ob der auch im Radio lief, aber mein Song läuft immer noch im Radio. Mein Song läuft immer noch teilweise in Fernsehsendungen als Untermalung oder so. Und er macht mich sofort aggressiv. Und es ist Barbie Girl von Aqua. Es ist nicht nur, das ist für mich das Schlimmste, was die 90er, oder ist der 90er, ich weiß gar nicht, oder 2000er, 90er, je rausgebracht hat. Das Video ist so schlimm, alles an diesem Show. Come on, Barbie Girl, in the Barbie world. Ja, es hat so einen fiesen Ohrwurm, den man sofort, den ihr jetzt alle auch spürt und mich dafür hasst, dass ich es angesungen habe, weil es euch infiltriert von innen. Und es ist so dumm und stupide und so zu dieser Euro-Dance-Pop, aber auf dem Höhepunkt des Scheiterns. Es ist so unfassbar schlimm. Es macht mich wirklich aggressiv, diese kunterbunte Optik, dann dieses dieses sexistische Video. Ist es nicht sexistisch? Ich weiß es nicht. Bestimmt ist es sexistisch. Auf jeden Fall in den 90er Jahren war fast alles sexistisch. Ja, guck mal hier, das ist doch sexistisch, haben sie mir nicht erzählt. So, und auf jeden Fall der Song einfach absolut schlimm. Und das Schlimme ist eben, dass er nicht tot zu kriegen ist. Das ist das Schlimme an diesem Song. Es gibt schlimme Songs, aber über die spricht keiner mehr. Über die hört man nicht mehr. Da weiß man nichts mehr. Aber Barbie Girl wird doch immer noch gespielt in den Großraumdissen, auf den Trash-Partys, im Radio ab und zu. Wenn irgendeine Matz auf RTL läuft, da ist doch auch wieder Barbie Girl im Hintergrund. Du kriegst diesen Song doch nicht mehr weg! Entschuldigung. Nein, das war wunderbar. Simon. Wow. Also, puh. Das waren jetzt gute Sachen, die nervig sind, die immer noch populär sind, obwohl man vielleicht nicht immer weiß, warum. Ich glaube ich trotzdem, dass ich den absoluten Knüller habe, der sowohl alle eure Checkboxen abdeckt und trotzdem cool, der nervigere und aus vielen Gründen bessere ist oder schlechter. Und zwar ist mein Song, den niemand mehr hören kann, Alles Gute zum Geburtstag. Der Happy Birthday Song. Von Badesalz? Nein, einfach der generelle Birthday Song, der bei jedem Geburtstag gesungen wird. Meine Erfahrung ist immer dieselbe. Niemand hat Bock drauf. Alle murmeln irgendwas vor sich hin. Es entlarvt diejenigen, die sich nicht die Namen der Geburtstagsperson merken können. Es ist schädigend. Es zertrennt Leute. Es klingt scheiße. Die Melodie ist doof. Niemand weiß, wie irgendeine Strophe geht. Ich könnte jetzt auch die Strophen nochmal rezitieren. Es ist einfach Alles Gute zum Geburtstag, 25 Mal hintereinander. Aber welchen meinst du denn? Also kurz zum Verständnis. Naja, Moment, den Geburtstag, es gibt Happy Birthday, Alles Gute zum Geburtstag. Es gibt eine deutsche und eine englische Version. Sing mal bitte den, den du meinst. Weil ich weiß, es gibt so 3, 4, die mir jetzt einfallen. Nimm sie alle. Es geht um den Geburtstagssong und ich glaube, jeder weiß, was ich meine. Es geht um diesen Song, den man, jetzt lass mich doch bitte, Nils. Es geht um diesen Song, den man singt, zusammen in einer unangenehmen Situation, niemand macht's gerne, man sieht es, man singt es ironisch. Und wenn ich gerade das vergleiche mit Leuten, 7 Milliarden Klicks, die sich das anhören, da ist dann doch der Geburtstagssong der unpopulärere, den man aber trotzdem häufiger hört, weil man ihn einfach braucht, weil er so ein bisschen der Abschluss dieses Geburtstagszeremoniells ist. Also ich glaube, dass man da nicht viel
da kann man nichts gegen sagen, dass das eindeutig der meistgehasste Song ist. Weil ich kenne niemanden, der den gerne singt. Ich habe ihn noch nie. Also ich habe gleich Geburtstag, ich würde mich sehr freuen, wenn du für mich singst. Wirst du nicht kriegen. Warum? Weil niemand ihn singt. Du brauchst nichts zu tun, als ob wir bisher bei irgendeinem deiner Geburtstage diesen Song gesungen haben. Ja, ich singe immer Happy Birthday. Wenn wir ihn gesungen hätten, hätte es eine Person gegeben, die gesagt hat, komm, lass uns den singen. Der meint es ironisch, alle anderen machen mit. Schon ab der ersten Strophe hat keiner Bock mehr. Alle murmeln, dann kommt es zu deinem Namen, als ob wir wissen, wie du heißt. Dann wird irgendwas genuschelt, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Also, der hat ja keine Melodie, da ist keine Arbeit reingeflossen. Das ist ein reiner. Das ist ein deprimierender Song, der eigentlich nur feiert, dass man da zusammen ist mit Leuten, die alle kein Rhythmusgefühl haben, die alle keine guten Stimmen haben, die alle nicht wissen, wie du heißt. Und am Ende ist es, finde ich, immer veräppt. Ich habe noch nie einen Geburtstagssong gehört. Mehr als einen Takt, mehr als eine Strophe, sondern es ist immer nur so der Anfang und dann reicht's, komm, yay, da klatschen alle. Den Frog-Song zum Beispiel habe ich mir auch schon mal ganz angehört und Baby Girl oder Baby Barbie Girl habe ich durchaus früher auch mal gehört, wenn es halt nicht. So getanzt. Ja, also das ist auch ein guter Punkt. Kannst du zu einem Happy Birthday-Song tanzen? Ist nahezu unmöglich. Der hat gar keinen Takt. Und insofern würde ich sagen, mag sein, dass eure irgendwie nerviger sind. Aber meiner ist definitiv der beschissenste Song, der am wenigsten Fans hat. Also würdest du sagen, du hättest jetzt hier gewonnen? Dann würde ich jetzt auch nicht mehr diskutieren. Wenn du das so magst, dann können wir uns die Zeit aufheben, um. Ich meine natürlich Spaß, weil es gibt natürlich wenig Songs auf der Welt, Simon, die mehr Menschen glücklich gemacht haben. Alleine Kinder. Alleine die Millionen, Milliarden von Kindern. Crazy Frog Song. Das stimmt. Deshalb würde ich auch sagen, dass der nicht so nervig ist. Aber Happy Birthday, damit macht man die Menschen glücklich. Damit zeigt man seine Hingabe, seine Liebe. Das wird auch heute noch immer ganz gesungen. Natürlich gibt's immer den einen oder anderen Zyniker, dem das unangenehm ist, mal ein bisschen Gefühle zu zeigen. Ich sing immer Happy Birthday. Immer, immer, immer. Ich liebe es, Happy Birthday. Nee, das stimmt wirklich. Ja, das ist jetzt natürlich schwer zu beweisen. Ja, glauben. Das ist ja schwer zu beweisen. Vielleicht gibt's irgendwo Aufnahmen, aber ich wenn irgendwo gesehen, ich bin vielleicht nicht derjenige. Wir werden's in wenigen Minuten. Ich bin nicht derjenige, der vielleicht immer anfängt. Das gebe ich gerne zu. Ich bin nicht der Erste, der Happy Birthday singt. Aber wenn eingestimmt wird, dann stimme ich mit ein. Und dann singe ich und wenn ich den Namen kenne, spreche ich den Namen aus. Aber würdest du beim Crazy Frog nicht auch mitsingen? Ich würde heute um Punkt 12 Uhr werde ich den Beweis antreten und ich bin mir sicher, in deinem Stream wird man sehen, dass ich Happy Birthday singe für Nils. Und den Frosch-Song, Nils, da hast du natürlich etwas rausgesucht, was wirklich eklig ist. Das ist richtig eklig. Aber in my, das ist, da für mich, das ist eigentlich eine Handywerbung. Das ist kein richtiger Song. Das ist dann zu einem Song vermarktet worden. Aber der Ursprung ist eine nervige Handywerbung, die sie dann im Rahmen dieser Jamba-Werbespots haben sie dann einfach gemerkt, ey, warum machen wir das nicht einfach auf 2 Minuten? Und dann läuft sie einfach als Clip, obwohl es Knickknack eigentlich ein Werbesong ist, aber das ist ja nichts, was in einer Disse gespielt wird. Da spielt ja keiner irgendwie den Frog-Song. Oder es ist auch keiner, wo einer hingeht und sich den Frog-Song wünscht oder so. Barbie Girl ist ein staatlich anerkannter Song. Pop-Song, den Leute gut finden, den Leute als einen Pop-Song identifizieren, den sich Leute wünschen auf Geburtstagsfeiern statt Happy Birthday, damit man ein bisschen gute Laune reinkommt. Nein, weil sie keinen Bock haben auf Happy Birthday. Steht ja eher. Aber also wie oft hast du in den letzten, weiß ich, 20 Jahren das Radio angemacht, hast den Frosch-Song gehört? Also ich möchte mal ganz kurz sagen, also ich glaube, du tust dem Frosch-Song da ein bisschen Unrecht. Es wäre mir wirklich lieb, wenn es so wäre, wie du sagst, aber es ist leider nicht richtig. Es ist ein vollwertiger Pop-Song. Er war lange in den Charts. Er hat, wie gesagt, auf YouTube, es gibt ein Musikvideo, es gibt ein Interpreten, der ist rauf und runter gelaufen, ironischerweise auch damals noch auf MTV und Viva ist der rauf und runter gelaufen, was das ironisch ist, weil er im Prinzip Totengräber auch des Musikfernsehens war, dadurch, dass er eben auch eine Jamba-Vergangenheit hat, was es, finde ich, umso schlimmer macht. Aber es ist, um deinen Angriff an dieser Stelle meiner Wahl abzuwehren, es ist ein vollwertiger Popsong. Und der lief in den Charts und der lief im Radio und es gibt viele Fans und es gibt auch gerade, du bist vielleicht in den falschen Diskos, weil du eher so ein Hip-Hop-Diskos oder so warst früher. Aber glaub mir. Da spielen die auch nicht Barbie Girl. Exakt. Aber glaub mal, es gibt viele Diskotheken, wo exakt dieser fucking Frosch-Song ständig drauf und runter lief. Ich will dir die Zeit geben. Ich muss unbedingt darauf gleich noch was sagen. Ich wollte noch mal kurz eine Geschichte zu Barbie Girl sagen, weil mich das überrascht war. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil du den jetzt genommen hast, sondern ich habe
ich finde den Song tatsächlich lustig, weil ich, pass auf, und zwar, ja, weil ich war damals in Dänemark bei so einem Jugendfußballturnier, Dana Cup. Und das war eine Zeit in den 90ern, da gab es das Internet noch nicht. Und da gab es aber so Marketingstrategien. Da haben die sich überlegt, okay, wenn ein neuer Song rauskommt, dann gehen wir erst nach Nordeuropa, dann gehen wir nach, was weiß ich, Deutschland, dann nach Frankreich, weil die das immer kombiniert haben mit so Promotour und dass die Künstler auch präsent waren in den Ländern und so weiter. Und dann waren wir halt in Dänemark und da gab es so eine riesige Zeltdisco. Und da war Aqua, so heißen die Interpreten des Songs, die waren da gerade in Dänemark, also die waren da schon groß. Die sind ja, glaube ich, auch Schweden. Zeltlager bei eurem Fußballverein? Nein, eine Zeltdisco, so ein Riesenzelt. Das war ein Jugendfußballturnier mit Mannschaften aus aller Welt. So, und da war dann immer Disco für jungen Teenager. Mhm. Und da haben wir zum ersten Mal diesen Song gehört, weil dieses Album war da schon verfügbar. In Deutschland gab es das gar nicht. Ja, und fandst du ihn beim ersten Mal so schlecht? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Das meine ich. Ich fand ihn cool und ich fand auch das Video cool, weil ich das immer als auch schon damals als Überzeichnung verstanden habe. Für mich war das ein Video, was mit diesem Barbie-Klischee gespielt hat. Deswegen war das alles in Hochglanz. Die haben sich dann ja auch so teilweise so steif bewegt, hatten dieses bunte Auto und haben im Prinzip genau diese Barbie-Geschichte auf also Hops genommen. So, deswegen ist das, kann man denen das schwer zur Last legen, weil es eine Persiflage war sozusagen. Und ich fand das Album, was sie damals gemacht haben, tatsächlich gut. Und zu der Zeit war ein junger Kerl und ich finde es auch, wenn ich es heute noch irgendwie auf irgendwelchen 90s-Trash-Partys höre oder so, nervt mich das null. Also das ist nur mein persönliches Empfinden. Von daher ist der, aber das ist subjektiv. Ich muss nur noch mal sagen, 7 Milliarden Views und du sagst, der würde Leute nerven. Der Frosch jetzt? Ja. Ja. Alle haben sie in sich runtergeladen. Es war ja eigentlich ein Klingelton. Also das zeugt ja nicht davon, dass es ein Song ist, der Leute nervt. 7 Milliarden Views. Wenn wir so viel hätten, wäre Ede schon Millionär. Aber Moment, ich finde, diese Klickzahlen können in gar keiner Weise in irgendeiner Form ein Argument sein, weil ich behaupte einfach, mehr Menschen auf der Welt haben Happy Birthday gesungen, als den Frog-Song angeklickt. Und ja, aber wie haben sie ihn gesungen? Kann kein Argument sein, wie viele Leute, das sagt weder was dafür oder den Frosch haben wahrscheinlich auch schon viele Sachen im Internet werden angeklickt, einfach aus einer ekligen Faszination. Aber einen Song im Internet, den suchst du. Aber Happy Birthday musst du sehen. Es ist ein Zwangssong. Du wirst gezwungen, Happy Birthday zu singen, sonst bist du nicht Teil der Gemeinschaft. Das ist eigentlich ein Ausschlusskriterium. Es trennt die Menschen eigentlich. Ja, es ist natürlich mehr so der Anlass und die Situation als weniger das Lied selbst, was du damit verbindest. Ich verstehe, ich finde das eigentlich einen sehr interessanten Pick. Aber es ist weniger dem Lied an sich anzulasten, als vielmehr der Situation, in der man sich befindet. Da kann ja das Lied grundsätzlich nichts für. Und das ist ja übertragbar. Deswegen habe ich auch vorhin mehrfach gefragt, welchen Song du meinst. Weil es gibt dann noch, wie schön, dass du geboren bist. Das so, genau, es gibt da so viele verschiedene Songs, die zu einem Geburtstag gesungen werden können, sodass das 1:1 eben auch auf eine größere Anzahl von Liedern anzupassen ist, deine Aussagen. Und das zeigt einfach, dass es weniger an dem Song liegt. Naja, Lass mich kurz ausreden. Dass es weniger an dem Song liegt, sondern mehr an der Situation, die man nicht mag. Und bei mir ist es so, nochmal, ich habe es auch zu Beginn gesagt, dass gerade diese absurd hohe Abrufzahl dieses Musikvideos, diese Diskrepanz aus, wie scheiße ich diesen Song finde, das ist natürlich so rein subjektiv, über Geschmack kann man nicht streiten. Und offensichtlich den Leuten, die diesen Song lieben, wenn alle sagen würden, der ist scheiße, dann muss ich den Song nicht nehmen, weil dann ist es klar. Aber dass den so viele so gut finden, das macht's ja noch schlimmer. Diesen Kack-Song. Ja, aber geht's nicht um einen Song, den alle scheiße finden? Weil ich bleibe dabei, ich habe deine Songs zu Geburtstagen nie gehört. Es bleibt immer bei Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Das ist doch kein Text, das ist keine Melodie. Das würde sogar, wenn man es parallel mit dem Frog irgendwo quasi auf eine Seite, also irgendwo legen würde, sich die Noten angucken würde oder die jeweiligen Wave-Files, würde man, glaube ich, sehen, dass bei dir deutlich mehr Kreativität drin ist als bei meinem Song. Und trotzdem wird er immer noch gesungen und wird quasi aufgezwungen, ob man will oder nicht. Es gibt bis heute keinen Ersatz. Das ist für mich eine Plage. Ich glaube, es gibt Alternativen zu Happy Birthday. Happy Anniversary, Happy Anniversary, Happy Anniversary, Happy Anniversary, Happy, Happy, Happy. Okay, aber es gibt viele, dass du geboren bist. Ich wollte noch mal ganz kurz was zu Barbie Girl auch noch mal sagen und noch mal zurück
zum Topic kommen. Was ist der nervigste Song aller Zeiten? Und natürlich gibt es viele nervige Songs. Bei dir, du hast natürlich recht, es ist immer nervig, wenn ein Song kommt, wo man quasi forciert wird, den mitzusingen. Und das ist bei Happy Birthday so. Bei Barbie Girl erwartet keiner, dass das mitgesungen wird. Ich glaube trotzdem, dass Happy Birthday, wenn man das zynische Ich mal kurz ruhen lässt, ich find's auch oft unangenehm, wenn gerade in größeren, wenn in der Firmenfeier oder so jemand das singt. Aber auf der anderen Seite, wenn man abends im Bett liegt, dann denkt man sich, ja, die Kollegen haben für einen Happy Birthday gesungen. Ist doch irgendwie, irgendwas Warmes bleibt da. Bei Barbie Girl, da bleibt nichts Warmes. Bei dem Frosch bleibt auch nichts Warmes. Also, ning, 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 ning. Das ist ja fast ein Schlaganfall in Form eines Songs. So. Aber der fundamentale, und ich, bei uns beiden finde ich schon, das sind beides, meine Meinung, du magst Barbie Girl, ich finde ihn furchtbar, aber das ist egal. Es ist erstmal so, dass in meinen Augen sind es beides furchtbare Geräusche, die da erstmal stattfinden. Meine hat da noch so Lyrics wie I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Gesellschaftskritisch. Live in plastic, it's fantastic. Ich würde gerne mal den CO2-Abdruck von dem Song. Von Barbie Girl sehen. Das ist ein wie viele Delfine, Nils? Ja. Wie viele Delfine sind gestorben wegen diesem Song? Nein, pass auf, jetzt, das ist nice, dass du das sagst. Wie viele Delfin-Babys? Ja, lass mich auf diese Frage antworten. Du denkst, das ist eine rhetorische Gag-Frage, aber ich kann dir eine ernsthafte Antwort geben. Ich habe neulich tatsächlich eine Doku gesehen über so Delfine, die in Delfinarien leben. Und die werden halt leider dort krank und depressiv, also hochintelligente soziale Tiere. Und dann haben die, was die so diesen depressiven Tieren vorgespielt haben, ist tatsächlich Musik. Und die haben denen Barbie Girl vorgespielt. Und diese Delfine sind alle gestorben. Die sind komplett wieder glücklich gewesen. Ach, die haben teilweise pinkes pinke Haut bekommen. Ich habe und haben richtig Das ist ja. Diese Delfine. Haben sich ein Auto geholt. Ich glaube, diese Delfine. Ja? Ich möchte es nicht aussprechen. Aber ich glaube, dass viele dieser Delfine freiwillig dort in diesen, was auch immer das war, geblieben sind und sich nicht mehr in die freie Welt getraut haben. Die durften ja nicht die Option, um ehrlich zu sein. Nee, die waren danach nicht mehr. Die konnten nicht mehr auswählen. Ja, doch, die waren danach durch. Naja. Aber. Spiel mal einem Frosch den Ring-Ring-Song vor. Der schwingt sich aufs nächste Motorrad. Nee, weißt du, was der macht? Ab in die Freiheit. Weißt du, was der Frosch macht? Der guckt in den Himmel und winkt den Storchen zu. Millionen Frösche wurden befreit. Von was? Ich geh raus in die Freiheit! Also jetzt wird's albern. Nee, jetzt weiß ich aber, das ist Fakt. Wenn ihr Happy Birthday jemandem vorsingt, der nicht Geburtstag hat. Heute um 12 Uhr. Dann gibt es alles keinen Sinn. Ja, genau. Niemand, ja, aber wenn jemand den Song auch nicht kennt, nicht Geburtstag hat, dann weiß er überhaupt nicht, warum. Der weiß nicht, was ist daran melodisch, was soll davon gut sein. Das ist ja auch kein Song. Leute, die Zeit ist um. Die Zeit ist um. Das ist ja auch kein Song. Gut, also, ihr habt Du willst mir erzählen, der Crazy Frog King Klingelton ist ein Song, natürlich. aber Happy Birthday nicht. Wer ist der älteste Song der Welt, mein Freund? Wer ist der Interpret dieses Songs? Das ist leider nicht mehr möglich, weil es schon so alt ist. Also, diese Runde ist auch schon so alt. Runde 3 ist beendet. Ihr dürft jetzt zur Abstimmung schreiten. Ich google mal nach, wenn es erfunden wird. Marilyn Monroe wahrscheinlich. So, und ihr dürft jetzt abstimmen. Und zwar, das hier sind eure Chats. Befehle. Crazy Frog ist Ausrufezeichen AMF Frog. Barbie Girl ist Ausrufezeichen AMF Barbie. Und Happy Birthday ist Ausrufezeichen AMF Happy. So, vielen lieben Dank für eure Votes. Viel Spaß beim Abstimmen. Und wir hören jetzt auf mit Diskutieren. Happy Birthday kommt von 1893. Ja, wie geil, dass es den bis heute gibt. Was eine Erfolgsgeschichte. 100 Jahre Nerverei. Crazy Frog ist wie alt, ein paar Jahre. Gut, aber wir müssen nicht mehr weiter diskutieren. Leute. Doch. Okay, ich muss irgendwie das Ruder rumreißen. Spontan, was ist der beste Song? Ach, schwierig, ne? Boah. We Are The Champions von Queen. Ja? Kannst du überall benutzen, es feiert extrem. Ja, aber ich würde sogar ein Urteil für Bohemian Rhapsody machen von Queen. Weil das einfach ein Song ist, der auf so vielen unterschiedlichen Ebenen funktioniert, der so viele unterschiedliche Vibes hat. Und keine Ahnung, für mich ist es wirklich ein Meisterwerk, sowas sich auszudenken, zu schreiben, zu komponieren. Und dein Lieblings-Screen-Song? Der beste Screen-Song. Also das sind beides Meisterwerke und Queen ist sowieso unerreicht. Ja. Aber es gibt einen Song von Queen, der hat ein großes Problem. Und zwar wurde der zur falschen Anlass rauf und runter genudelt. Und wenn man das schafft, und das ist die große Herausforderung, diesen Song zu lösen vom Kontext, in dem er benutzt wurde, und ihn sich nochmal versucht so anzuhören, als wenn man ihn zum ersten Mal hören würde, dann ist es ein fantastischer Song und die Rede ist von We Are The Champions.
Hat er doch gerade gesagt. Hast du das gesagt? Exakt das. Entschuldigung, ich hab gedacht, du hast meinen anderen Song gesagt. Meinst du, ne? Nein, nee, ist nicht schlimm, aber du, ich gebe dir völlig recht. Aber da bin ich dann, siehst du, da bin ich bei dir, weil das ist nämlich wirklich ein großartiger Song. Das Problem ist, ja, bei jeder Sportveranstaltung. Ja, man kann ihn nicht mehr hören. Aber der ist an sich toll. Aber an sich ist es ein wirklich guter Song. Es ist halt vor allen Dingen, habt ihr den Film gesehen, hier, Bohemian Rhapsody? Ja. Und diese, man kennt natürlich auch die Live-Aufnahmen, aber dieses We Are The Champions, es gibt wenig Songs und Queen ist da ja auch irgendwie der Meister drinne, irgendwie in so einem Stadion, wo über 100.000 Leute sind und die Leute in Armen liegen und gemeinsam das so singen. Alter, das muss so ein krasses Gefühl gewesen sein, dabei gewesen zu sein und diese Songs so mit voller Inbrust und Gemeinsamkeit zu singen. Also deshalb sind wir ja schon sehr nah, wenn wir uns auf Queen einigen. Ja, ich glaube schon. Aber es gibt natürlich viele Songs von den Beatles. Mir fällt auch durchaus Michael Jackson der ein oder andere Song ein, wo man sagen kann, das sind alles so Songs, die Zeiten überdauert haben. Das finde ich ist halt ein wichtiges Kriterium für einen Song, dass der nicht nur in dem Jahr, in dem er erschienen ist oder in den 10 Jahren, sondern dass den Kinder hören, Erwachsene, Alte. Hymnen. Und man hat das Gefühl, in dieser Form werden Hymnen gar nicht mehr produziert. Das war Kunst. Na, da hast du auch neue Flair-Album wohl noch nicht. Wir haben noch eine Inspiration auf Twitter. Und zwar. Oh ja. Was ist das? Von Ina. Das ist Schnuffelhase. Ne? Ich kenne das gar nicht. Doch, das kennst du. Ist das auch sowas Jamba-mäßiges? Ja, wahrscheinlich auch so ein Quietsch. Ich höre schon eine quietschige Stimme, ohne es überhaupt zu wissen. Ich weiß auch nicht mehr, wie der ging, aber ich kann mich auch noch an die ständige Werbung erinnern. Wie ging's? Ich hatte Happy Birthday. Ich hatte tatsächlich, kann ich sagen, was mein zweiter Variante gewesen war. Ja. Ich musste mich entscheiden, wen ich mehr hasse. Mhm. War Eiffel 65, Blue Double Dieber. Ja, das geht ja schon sehr in die Crazy Folk Richtung. Und das ist auch so ein Song, den ich so abgrundtief hasse. He's Blue Double Dieber. Oh Gott, das ist einfach so. Und dann ohne schlecht gerappten Songzeilen dazu. Oh Gott, ganz, ganz furchtbar. So, damit müssen wir uns zum Glück nicht mehr auseinandersetzen. Ja. Stattdessen schauen wir uns mal an, wie ihr gewählt habt. Hier ist euer Ergebnis. Wir sehen 59, Crazy Frog. Liebt Barbie Girl. Barbie Girl 12,9% und Happy Birthday. Wirklich. Ich hätte gern gewusst, wie das ausgegangen wäre, wenn du nicht am Anfang den Text vorgelesen hättest, weil der war, glaube ich, schon sehr stark. Hat schon gut klar gemacht, wie scheiße es ist. Aber ich finde, er hat gute Argumente. Ich finde immer noch der schlimmste Song. Also Crazy Frog hatte ich schon vergessen. Aber gut, ich akzeptiere die aus. Ich bin ein bisschen schockiert wirklich über unsere Zuseherschaft hier, dass ihr wirklich Barbie Girl, ihr findet den wirklich okay. Und das nehme ich heute mit. Da muss ich mal drüber nachdenken. Ich werde mir den notgedrungen heute noch mal angucken. Und guck, ob mir vielleicht was entgangen ist. Vielleicht ist da eine volle Message. Vielleicht ist mir da was entgangen. Vielleicht ist das neue Bohemian Rhapsody. Wer weiß. So, jetzt haben wir folgende Situation. Dritte Runde, dritter Punkt. Und der geht diesmal an mich. Vielen Dank dafür. Das heißt, es steht 1:1:1. Hervorragend, denn in der letzten und vierten Runde können wir alle noch gewinnen. Es gibt gar nicht nötig heute, aber es gibt 2 Punkte. Einer würde auch ausreichen, um einen Gewinner zu küren. Und okay, das heißt, es gibt ja gar keine Finalrunde. Ich habe mich gerade gefragt, was ist denn dann mit den 2, die 1 haben, aber das ist ja egal, wir suchen jetzt den Gewinner. Ganz genau, und das wird wie immer mit einem Pitch passieren. Wir wollten von uns wissen, pitche einen neuen Freizeitpark und beginnen darf diesmal wieder Eddie. Okay, ich pitche einen, wir haben uns übrigens nicht vorher abgesprochen, ich hoffe, dass wir nicht ähnliche Pitches haben, weil das natürlich passieren kann. Mein Pitch ist der Super Video Game World. Und das ist ein Videospielpark, hast du auch? Ich habe exakt das. Naja, habe ich mir gedacht. Das wäre ja nicht das erste Mal. Hast du das auch? Nee, nicht ganz. Okay, also ich pitch erstmal meine Version Super Video Game World und ich wohl wissend, dass es eine mittlerweile in Japan oder in Tokio einen Nintendo World gibt, aber der
ich kenne die Videos davon. Geht natürlich nicht weit genug, wie man, was man daraus machen kann. Super Video Game World bietet so viel. Stellt euch ein riesengroßes Disney World ähnliches Areal vor mit verschiedenen Inseln, des, wo Videospiele repräsentiert sind. Du hast die Tetris-Zone, wo große Klötze zusammen Kinder in irgendwelche Reihen machen muss. Du hast natürlich Wasserrutschen als und Tunnelsysteme, die so ein bisschen an Super Mario 3D World erinnern. Du hast natürlich Ego-Shooter-Level, wo du vielleicht Laser-Tag hast oder in 3D-Leveln irgendwie dich abschießen musst. Du hast natürlich Horrorhäuser, die Silent Hill World, stellst dir vor, die Resident Evil World. Du in der Silent Hill World vielleicht eher eine verlassene Schule, durch die du läufst mit viel Nebel. Du hast Resident Evil, wo du verfolgt wirst von einem Kettensägenmann. Du kannst das so richtig geil parkourmäßig bauen, so ein Durchlauf-Dungeon. Du hast natürlich Achterbahn, die geile Gran Turismo-Achterbahn. Du kannst dir auswählen, in welches gehst du, in die Porsche-Achterbahn, gehst du in die, Käfer-Achterbahn. Whatever. Also stellt es euch vor, welche geilen Videospielmöglichkeiten es gibt. Du hast sowas wie Metal Gear Solid, wo du dich anschleichen musst, um irgendein Ziel zu erreichen oder um irgendwas durchzupirschen. Du hast natürlich die Unterwasserwelt, zum Beispiel von jetzt dem neuen Horizon-Spiel mit Unterwasser, wo du tauchen kannst. Delfine, die hoffentlich noch leben. Delfinbabys schwimmen mit dir zusammen. Also es gibt unendliche Möglichkeiten. Super Video Game World. Ich glaube, es ist auch tatsächlich ein Pitch, der nicht komplett Quatsch ist, wo man nur eine Fantasie aufbaut, weil Nintendo World in Japan hat's gezeigt, da ist irgendwie ein Bedarf da und ich sehe nicht, warum sowas in Disney World ausgelagert werden muss. Man könnte die verschiedenen Publisher alle an Tisch holen, sodass die alle ihr bestes Franchise, die Skyrim World, die Super Metroid World, du könntest von jedem das Geilste nehmen, zusammen mixen und einen großen Pack machen. Jeder kriegt ein bisschen was vom Kuchen ab, sodass sie sich nicht abfacken wegen irgendwelchen Lizenzen. Fuck, hätte ich Bock auf diesen Freizeitpark. Sehr schön, Simon. Ist natürlich jetzt, okay, ich fange jetzt erstmal später an, die Sachen zu erklären, warum ich glaube, dass all die Sachen schon existieren. Ich denke, dass es noch keine Zombie-World gibt und ich denke, das ist mehr oder weniger ein absolutes Muss, weil es einfach in unserer Kultur verwurzelt ist als ein popkulturelles Phänomen. Der Zombie ist super interessant. Früher schon gewesen, heute erst recht. Er wird auch nie langweilig. Er ist gleichzeitig sehr leicht herzustellen, indem man Leuten halt schmutzige Kleider anzieht, ein bisschen zerrissen ist, ein bisschen Blut rein, fertig. Man in Zombie World kannst du halt nicht nur alle Medien, die mit Zombies zu tun haben, mehr oder weniger durchleben. Natürlich gibt's auch Resident Evil und ähnliches, aber es gibt auch die Filme, es gibt Serien, es gibt vielleicht Neuentwicklungen. Es gibt immer, wenn es was Neues zum Thema Zombie gibt, findet es hier in diesem Freizeitpark statt. Natürlich gibt es da Lightgun-Action, natürlich gibt es Paintball, natürlich gibt es auch sowas wie Whack-a-Mole, nur mit Zombie-Köpfen, die irgendwie hochgucken. Es gibt, man kann alleine in einem Haus angegriffen werden, man kann sich zusammen vielleicht in einem Keller verteidigen, man kann zu dritt, zu vier, zu fünf durch die Stadt fahren, die aussieht wie Raccoon City. Man kann auf so viele Arten, es gibt nicht nur normale Zombies, natürlich auch die Überzombies, Left 4 Dead, all die Sachen, die man kennt, der Boomer, mach ein Foto mit Boomer, während er gerade irgendwie so platzt. Also, Es wäre super für Social Media, Leute würden es lieben, es würde unendlich viele Fotos geben, es wäre auf jeden Fall interessanter als Nintendo World, Sega World, Disney World, die Sachen, die es halt schon gibt. Ich glaube, das ist der Park für die Zukunft. Ich glaube, da braucht man einfach nur viele Leute in einem Land, wo sie sich mit wenig Geld abspeisen lassen, so dass man halt auch ganze Hundertschaften. Na, ich sag nur, wie es ist. Ich sage ja nicht, dass ich ihn machen will. Ich sag nur, das musst du irgendwo machen, wo du Leute bezahlen kannst, die dann auch in Hundertschaften angeräumt kommen. Jeden Abend, es kommt immer eine Zombie-Armee, jeden Abend wird das Land überrollt und man kann nur verlieren gegen den Zombie, das ist klar. Natürlich kann man da auch eine Menge kulinarischer Köstlichkeiten drumherum um dieses Setting machen. Man spielt dieses Überleben nach. Man hat dann auf einer Blechdose, macht man sich sein Süppchen warm oder schnabuliert irgendeine Zombie-Keule, weil es nichts anderes mehr gibt. Also ihr könnt euch wahrscheinlich in eurem Kopf jetzt all die Sachen, die ich gar nicht zeitlich beschreiben kann, vorstellen. Es ist auf jeden Fall der ultimative Zombie-Erlebnispark und er ist deswegen besser als eure, weil es eben ein klares Thema hat und nicht einfach alles, was ich gut finde, kommt jetzt irgendwie in einen abgezäunten Bereich, sondern da ist ein klares Thema. Sehr schön. Jetzt haben wir eine Situation, die wir vorhin schon bei unseren Powerphrases hatten. Ich habe exakt das, was du hast.
Ich habe auch die Gaming World. Ich habe genau das Gleiche. Ich habe die verschiedenen Franchises verbaut. Ich habe natürlich ein echtes Mario. Woher kommt das nun? Ein echtes Mario Kart, wo man so mit Items und so weiter spielen kann. Ich habe Fallout Scene. Ich habe Bioshock Underwater. Johanna hat noch gesagt, du hast mir den Pitch nicht vorher geschickt. Dann habe ich gesagt, naja, wir schicken den Pitch nie vorher bei Filmfights, weil es ja was komplett Eigenes ist. Die Chance, dass sich das doppelt, ist ja fast nicht gegeben. Ja. So, ich habe ihr den geschickt, aber das es spielt keine Rolle. Ich werde jetzt spontan in einen anderen Freizeitpark twitchen. Oder wir pitchen den zusammen und wir sind beide Gewinner und Simon ist einfach der alleinige Lieb. Oh, ich kann sagen, was wollt ihr denn jetzt hier? Wir könnten unsere Prozentteile zahlen zusammen. Gut, und dann ich nehme Simon. Die Herausforderung an. Nein, also ich pitche jetzt einfach einen anderen Freizeitpark und dann ist es auch okay, ist halt einfach passiert, ist kein Problem. Und zwar pitche ich dann den History Park. So, und was in dem History Park passiert ist. Also Museum? Nein, es ist kein Museum. Entschuldigung, danke, dass du mich direkt nach dem ersten Satz Spaß machen. Ich wollte Spaß machen. Aus den es tut mir leid, es tut mir leid. Ich wollte, es fand's lustig. Es war ein guter Gag. Ist okay. So, was in diesem Park passiert, ist folgendes. Es gibt verschiedene Themenbereiche, die aber von historischen Epochen inspiriert sind. Im Prinzip ist es ähnlich wie das Videospiel-Theme, nur das ist eben von geschichtlichen Epochen, wie gesagt. Es gibt zum Beispiel eine Ecke des Parkes, die ist die Römerwelt. So, und was dort passiert ist, alles, was dort ist, so das Essen, zum Beispiel dort gibt es Buden, nicht ausschließlich, weil es vielleicht langweilig wäre, aber es gibt zum Beispiel Essensbuden, wo man klassisches römisches Essen bekommt. Brot, Weintrauben, auch man weiß, wie Brot zubereitet wurde aus Grund von Funden in Pompeji oder so, versteinerte Brot, man weiß genau, wie die aussah, man hat viele Funde. Dort gibt es dann Schauspieler, die quasi als Römer verkleidet sind und alltäglichen Jobs nachgehen. Feuerwehrleute, inszenierte Brände gibt es dort. Dann werden Feuerwehrleute, man weiß, wie die Feuerwehr damals in Rom gearbeitet hat, werden dann zur Hilfe gerufen. Und die Kinder und auch Erwachsenen können eben sehen, wie war so ein bisschen der Alltag in Rom. Aber natürlich gibt es nicht nur das, sondern es gibt natürlich auch interessante Fahrgeschäfte, die dann, es gibt natürlich auch Achterbahnen und so weiter, die aber natürlich dementsprechend auch in diese Epochen gebrandet sind. Es gibt natürlich auch sowas wie das antike Rom, antike Griechenland meine ich, wo du dann zum Beispiel die verschiedenen Gottheiten vorgestellt bekommst, Zeus, Athene und so weiter, die spielen dort eine Rolle, die werden aber spielerisch verarbeitet und so gibt es verschiedene historische Elemente und du hast Spaß, aber gleichzeitig lernst du was, ohne es zu wissen und ich finde, das ist etwas, was es noch viel zu wenig gibt, dass man eben insbesondere jungen Leuten Wissen auf eine Art und Weise zugänglich macht, die gut schmeckt, so als wenn Süßigkeiten gesund wären. Und in diesem Park hast du genauso viel Spaß wie in jedem anderen Park auch. Es gibt genauso die fantasievollen Attraktionen, es gibt Schausteller, es gibt Achterbahnen, es gibt coole Fahrgeschäfte, aber wie gesagt, die sind alle so verbaut, dass man hinterher rauskommt und das Gefühl hat, okay, ich habe auf spielerische Art und Weise so viel Wissen über diese Epochen mitgenommen und hab's dabei gar nicht gemerkt. Es gibt natürlich eine Westernwelt, wo dann so ein bisschen thematisiert ist, wie so der Wilde Westen besiedelt wurde. Je nachdem, vielleicht auch, wo der Park steht, kann man ein bisschen lokale Geschichte noch mit einfließen lassen. Hier die Germanen zum Beispiel oder auch deutsche Geschichte und so weiter. Vielleicht ein paar Quizze machen mit den Kindern, irgendwie so Schauspieler auf einer Bühne. Sowas in der Art. Und das ist der History Park. Freizeit, Vergnügen und Lernen für klein und groß. Es ist jetzt natürlich, ich möchte das einmal kurz sagen, ne? Ja. Es ehrt dich, dass du jetzt ja, hier ja auch noch mal was Neues gibst. Du darfst es zerflattern, das ist okay. Ich muss es, ja, trotzdem, das ist völlig, ich kann das jetzt natürlich völlig nicht berücksichtigen. Ja, alles gut. Du hast hier einen pädagogisch wertvollen Freizeitpark gepitcht. Ja. Ich möchte das noch einmal festhalten. Und Simon, so lustig es war, hat natürlich schon auch ein bisschen recht. Also es war jetzt sehr schwer, mir vorzustellen, dass das anders ist als ein Museum. Das Problem daran ist, dass halt viele dieser Fahrgeschäfte eine Achterbahn so zu machen, dass sie halt irgendwie in dieses historische Achterbahn Gezept würde zum Beispiel aussehen wie ein Aquädukt. Okay, so, du würdest zum Beispiel zu einer Wasserbahn. Aber es ist schon ganz kurz, Stretch. Um darauf zu antworten, es wäre, du sagst, du hast ja gefragt, ich sage, es wäre in dem Fall ein Aquädukt. Du würdest lernen, wie das gebaut worden ist, wie das aussah. Nur das Aquädukt, da wo das Wasser lang fließt, ist halt, da fährst du halt in der Wasserbahn sozusagen, in diesem Aquädukt. Okay, gebe ich dir gut entschärft. Ich halte es trotzdem insgesamt irgendwie, glaube ich, dass der Kern, der Selling Point ist eben das Lernen und das Wissen. Und das ist eine tolle Sache, weil das ist die Zukunft. Unsere Kinder sind die Zukunft. Die müssen lernen, die müssen wissen. Geschichte, ja. Das ist etwas ganz Tolles. Absolut. Aber wenn heute einer zu Nils kommt, ja. Zu Nils in den 90ern, der 12-jährige Nils. Ja, exakt. Und das ist das Problem. Den Videospiel-Freizeitpark, Super Video Game World pitcht. Oder das American
Museum of Natural History. Ja, das so heißt ja gut, bei dir bin ich mir nicht sicher, ob du nicht doch wirklich das Museum nimmst. Aber ich behaupte einfach mal, dieser super Videogame-Park, das ist das, was wir uns, wenn wir uns was wünschen könnten, das wäre das Ding. Das ist der Real Deal. Das ist das, was wir alle machen wollen. Stell's dir vor, Simon. Du hast vollkommen recht bei deinem Resident Evil Park. Es ist toll, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Aber jetzt stellst du dir vor, nach einem anstrengenden Tag, wo du in Real Life Metal Gear Solid gespielt hast oder Resident Evil, und dann kriegst du plötzlich Hunger. Wo gehst du hin? Natürlich, du gehst in die Monster Hunter Kantine. Und kleine Katzenbabys, verkleidet natürlich in Kostümen, werden gegessen? Nein. Felinen kochen. Die kleine Felinen kommen und bringen dir den leckersten, den saftigsten Monster Hunter Teller mit Essen. Und danach kommt der Nils und du sagst so, ey, der Nils sagt, ich habe immer noch ein bisschen Hunger. Ja klar, dann gehen wir doch rüber. Da ist der Cooking Mama. Da gehst du rüber zu Cooking Mama und siehst, wie der dir die Pizza rüber über die Theke wirft. Weil er genau wie im Spiel dir die Sachen wirft und musst sie so fangen mit seinem Tablett. Und es ist super lecker. Wie geil ist das denn? Bei mir ist es. Ja? Nein, bitte. Du machst zuerst. Nee, sag doch schnell. Du wolltest doch noch was sagen, oder? Ja, aber du hast einen Satz angefangen. Ich wollte darauf eingehen, aber du darfst gerne zuerst. Okay, nee, ich würde gerne noch ein bisschen was zu meinem Park, gerade weil du mit das Essen erwähnt hast. Bei mir gibt's natürlich überall das Gefühl, dass man wirklich in einer verlassenen Stadt lebt. Das heißt, es gibt überall Supermärkte, die kann man looten. Nein. Du bist dir selbst natürlich unterworfen. Du zahlst halt einmal Eintritt. Im Übrigen keine Kinder in meinem Park. Das ist ein Erwachsenenpark. Der ist für Eltern, die keinen Bock auf ihre Kinder haben. Die Kinder kann man vorher irgendwo aufhängen. Also auf so einem, hinten an Kapuze an, so einen Haken oder so. Schreibe ich mal als Plus auf. Ja, oder es gibt einen Kindergarten, so Zombie-Kindergarten-Betreuungs-Shit. Was wichtig ist, dass natürlich. Werden die betäubt und dann liegen die auf so Operationstischen und am Ende muss man wie im Bällepark muss man die abholen. Und welches soll ich aufwecken? Man nimmt einfach irgendeins. Geben Sie mir irgendeins. Ungefähr 8-9 Jahre. Alles das Gleiche. natürlich wird es auch, es ist ja auch, der Park bringt ja auch noch was. Ne? Also du kriegst ein Überlebenstraining. Du lernst wirklich was für die Apokalypse. Du lernst in der Gemeinschaft du selbst zu sein und dich zu schützen vor anderen. Du weißt nie, das ist auch so. Du hast natürlich das Sicherheitspersonal und du bist abgeschirmt erstmal vor den Zombies, aber du weißt ja nicht, ob vielleicht einer deiner Mitkollegen gebissen wurde oder irgendwas. Das heißt, ab und zu gibt es natürlich dann noch Leute, die ist natürlich gespielt, ja, die plötzlich zum Zombie werden. Ganz, du hast immer wieder geile Events, da passiert was. Ja. Und vor allen Dingen, du brauchst keine Fahrgeschäfte, du brauchst nicht große, aufwendige, teure Lizenzen, du brauchst nur engagierte Mitspieler, engagierte Menschen. Es geht zurück zu dem, wofür Freizeitparks eigentlich sind, von Menschen für Menschen. Mhm. Also ich finde das alles schöne Ideen. Das Videoding finde ich nicht so gut. Gefällt mir persönlich einfach überhaupt nicht, aber also das Problem, was ich mit euren beiden Parks habe, ist, was ist die Zielgruppe? Und insbesondere bei dir, Simon, aber eben auch bei Eddie haben wir viele Elemente, die Menschen, de facto ab 18, nee, sind sie teilweise ab 18. Also gerade so ein Zombie-Ding, das ist ein reiner Park für Erwachsene. Aber es ging nicht um Kinderpark. Nee, genau, aber es geht nicht um Kinderpark. Ich meine nur, dass man natürlich bei diesem Park Kinder ausschließt, so, weil die da einfach, die sind traumatisiert für ihr Leben. Das heißt, es ist ein reiner Erwachsenenpark. Aber das ist ja sein Feature. Ja, genau, aber ich meine, da kannst du halt nicht mit der Familie hin, da kannst du nicht mit deinen Kindern hin. Aber es gibt auch Hotels, die extra explizit nur für Pärchen sind. Ich versuche gerade sein Ding irgendwie kaputt. Ja, aber wir hatten das Einschläfern doch schon, also und das Einkühlen. Ich dachte, wir sind diesbezüglich jetzt auf einer Seite, wenn wir gehen. Ja, aber da muss ich finde halt den Ansatzpunkt, wenn er sagt, bei mir sind keine Kinder zulässig und du sagst, bei dir sind keine Kinder zulässig. Also man muss ihm dann schon zugestehen, dass das ja Konzept seines Parks ist, dass keine Kinder rein dürfen. Ja, absolut. Aber genau. Das stimmt. Ich meine nur, dass aber wir sind uns vollkommen einig, dass mein Park besser ist. Dass du halt, wenn du bei einem Park hast, wenn du einen Park hast, wo die gesamte Familie Zutritt findet, sagen wir mal so, du hast zwei Parks, die gleichwertig sind, wo du sagst, okay, die machen beide Spaß. Und in einen Park kannst du mit deiner Familie gehen und mit dem anderen Park kannst du quasi nur mit Erwachsenen gehen. Das ist ja schon ein Unterschied. Da würde ich ja sagen, das macht den Park nicht schlechter. Nur es ist, wenn ich dann die Wahl hätte, ja, okay, da habe ich einfach mehr Optionen. Aber es ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Bei dir ein Park, da dürfen Kinder nicht, und bei dir ein Park, da wollen Kinder. Nein, da möchte ich gleich kurz noch was sagen. Bei diesem Videospielpark sehe ich es ähnlich, weil du hast jetzt ja auch einige Franchises aufgezählt,
die natürlich auch eigentlich erst ab 18 sind, die eigentlich eher für erwachsene Leute sind. Ja. Mario. Resident Evil, Resident solche Beispiel. Sachen. Ja, du kannst ja nicht selektiv eins rausnehmen. Es gibt in jedem Freizeitpark, ob Disney World oder so, gibt es Bereiche, die sind für kleine Kinder und die sind für große Kinder. Es muss ja für jeden was dabei sein. Ja gut, aber da dürfen natürlich, das muss dann irgendwie, dass die Kinder da nicht reinkommen, weil allein der Anblick eines wirklich gruseligen Resident Evil Hauses kann schon für traumatisierte Kinder, und du weißt, solltest du nicht in den Resident Evil Bereich gehen. Traumatisierte Kinder können teilweise einfach schlimme Sachen anrichten. Dann geht auch in den Monkey Island Escape Room. Aber Monkey Island, auch vom Humor her, ist das alles für Kinder eigentlich nicht geeignet. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, das sind alles okaye Geschichten. Aber jetzt bei diesem History Park, es ist so, dass also da dürfen Kinder eh nicht hin, aber Videospiele sind so verlockend und haben so eine Begeisterung aus sich heraus. Du brauchst nichts tun. Kinder lieben Videospiele, weil die darauf ausgelegt sind, dass Kinder das geil finden und Erwachsene es geil finden. Das ist deren Ding. Natürlich finden die dann vielleicht auch so ein Park geil. Das Ding an Geschichte ist, das ist auch sau interessant, aber das hat einfach kein Marketing. Keiner macht Marketing für das antike Rom oder für das antike Griechenland oder für Piraten am ehesten noch. Du hast natürlich auch eine Piratenwelt. So, aber ich glaube, dass Kinder, und ich sehe es an meinem Sohn, und das ist kein Scheiß, mein Sohn liebt Rom. Der wollte an seinem Kindergeburtstag eine Römerparty machen, mit der Schlacht, mit der Varusschlacht im Wald nachspielen. Ich war im fucking Germanenkostüm im Wald und habe die Varusschlacht nachgespielt. Wollte einfach mal raus. So, der findet das so interessant. Und das ist tatsächlich so, wenn man den Kindern das zugänglich macht, wenn man denen diese Geschichten auf eine Art und Weise kindgerecht darreicht, dann sind diese Welten so voll, voller Geschichten. Und was halt fehlt ist, dass die Geschichten, die schon da sind, auch erzählt werden, inszeniert werden, genauso pompös wie Videospiele. Es gibt zum Beispiel God of War oder so, erzählt die fantastische Geschichte der griechischen oder auch jetzt im neuesten Teil die nordischen Mythologien. Und dieses Spiel muss nichts anderes machen, als sich um diese Geschichten herum ausbreiten, weil die Geschichten, die schon da sind, so toll sind. Und wenn man die kommt doch in meine God of War World. Wenn man die in diesem, ja, das könnte man vielleicht dann machen, wenn es kindgerecht auch aufgearbeitet ist. Aber ich meine, wenn du dich gruselst, gehst du halt in Luigi's Mansion. All diese Geschichten kann man so toll erzählen und dann in diesem Freizeitpark umsetzen. Und das, was ich daran so toll finde, ist, das gibt es so nirgendwo. Du kriegst das so. Ja, mit dem Schulausflug in der 10. Klasse kriegst du das. Aber nicht, das ist doch jedes Museum, was du da pitchst. Da kommt der Kordmantelträger mit der Mappe, denke ich, was du gerade erzählst. Das ist ja wirklich. Genau, das meine ich ja nicht. Ja, aber es ist schon diese Parks. Es gibt diese Natur. Also, wenn du heutzutage ins Museum gehst, da sind ja auch immer so Spielereien dabei. Weiß ich nicht, wenn du ins Naturkundemuseum gibst, einen Walfisch oder eine Virtual-Reality-Brille oder so. Aber das ist doch nicht richtig, das ist doch nicht der Spaß, den die Kinder wollen. Das ist der Spaß, den sie vielleicht, da verpackst du denen was. Das ist so, wie wenn du Gemüse noch ein Stück Bacon drum wickelst, damit das Gemüse irgendwie runtergeht. Aber in Wahrheit wollen sie den Bacon. Nee, das ist so, wenn du das Gemüse so geil anrichtest, dass es seine Lameness verliert. Aber das habe ich dann noch nicht Geile darin entdecken kannst. Aber das habe ich, da fehlt mir noch von dem, wie du es gepitcht hast zumindest, fehlt mir noch die Fantasie, wo das so geil ist, dass abgesehen davon, dass wenn das Kind geschichtsbuff ist, ja, also wenn jetzt dein Sohn sagt, alle Geschichte ist das Geilste, dann ist es natürlich geil, einen Freizeitpark haben. Aber normale Kinder, die einfach Bock haben auf Spaß und auf Trampolin und Wasserrutschen und Sugar und weiß ich nicht was, die musst du ja dann quasi mit Geschichte kriegen. Und da fehlt mir noch, wo sind die geilen Rides? Okay, wo ist der Fun? Erzähl ich dir. Also Beispiel, wir nehmen zum Beispiel die Ära der Piraten. Du hast ein großes Wasserbecken mit einem Piratenschiff. Allein, wie geil ist ein Piratenschiff? Ich liebe heute noch einfach diese riesigen alten Segelschiffe. Und dann nimmst du noch eine Handelsfregatte und spielst auf dem Wasser, so mit Wasserkanonen und so weiter, oder mit Schaumstoffkanonen, spielst du das Entern zum Beispiel nach. Du könntest zum Beispiel die große Schlacht der spanischen Armada mit den englischen Schiffen vor England nachspielen, wo diese riesigen Galeonen gegen die etwas kleineren englischen Schiffe vor der Küste Englands dort im Meer kämpfen. Du könntest das quasi spielerisch, diesen Kampf nachstellen, eben so mit Schaumstoff oder Wasser. Die lieben das, die Kinder. Oder ferngesteuerten Booten zum Beispiel. Oder ferngesteuerten Booten zum Beispiel. Solche Sachen. Du könntest eben auch so diese fantastischen Geschichten aus der nordischen Mythologie mit den Göttern und wie du das geil inszenieren könntest. Oder auch, du könntest römische Schlachten, du könntest Spiele machen, wo
du Römer gegen Germanen kämpfen lässt, wo du es auf spielerische Art und Weise einfach nachspielst. Du könntest die Kinder zum Beispiel einen Limes bauen lassen. Du könntest eine sagen, okay, pass auf, wir bauen zusammen wirklich was aus Holz, bauen irgendwie einen Limes nach, machen ein bisschen was Handwerkliches. Darf ich am Ende noch was sagen? Immer. Okay, ich will nur kurz sagen, dass ich finde das alles toll, gute Ideen, würde ich auch sofort hingehen. Mein Problem ist, die Aufgabe war ein Freizeitpark, bestenfalls einen, den es so in dieser Art noch nicht gibt. Ich finde, ihr beide habt Dinge genannt, die es so schon gibt. Ob jetzt klar, man kann sagen, ja, aber meiner ist noch krasser und größer und hat alle Lizenzen, aber ich sehe bei euch beiden halt wenig Sachen, die es nicht schon gibt. Aber bei dir ist auch nur ein Zombie-Lab. Ja, aber den gibt's halt nicht. Was? Es gibt kein Zombie-Park. Es gibt doch kein Super Video Game World Park. Doch, doch. Es gibt in Japan gibt's nicht nur Nintendo World, sondern sogar Sega World. Es gibt auch noch Disney World zweimal. Disney World? Ja klar, aber das ist was anderes. Ich sag ja nur, also da gibt's ja auch Videospielelemente. Es gibt ganz viel von dem, was man dann halt schon, was ich hier gehört habe. Und bei dir, wie gesagt, diese ganze Museumgeschichte, da kann man aber echt das ist ein Erlebnispark, Museum. Aber ich glaube, vieles davon gibt es wirklich schon. Ich könnte jetzt nicht sagen, hier in dem Museum findest du alles. Also ich finde, alle drei haben Antworten gegeben, wo du sagst, da sitzt Versatzstücke davon, gibt es schon. Bei dir gibt's schon Zombie-Lab-ähnliche Geschichten, bei dir gibt's tolle Museen, bei mir gibt's irgendwelche. Ja, Zombie-Rollenspiel ist doch kein, warum ist seht doch kein ihr denn Park. Aber das ist ja auch wieder diese Form von Argumentation, wo man versucht zu diskreditieren, dass die Antwort überhaupt valide ist. Weil wenn das stimmt, was du sagst, dann wäre meine Antwort ja einfach von vornherein disqualifiziert. Und das sehe ich halt überhaupt nicht. Nö, das sehe ich aber auch nicht. Ich finde, gut, dann würde ich jetzt einfach die Besonderheit ist ja in dem Fall, dass es das gesamte Spektrum der Videospiele abdeckt in einem Freizeitpark mit den eben unterschiedlichen Möglichkeiten. Wenn man dann für Jungen ja, dann mache ich halt Mondland und baue den Mond nach. Wir kommen jetzt hier nicht weiter, jetzt streiten wir uns ein bisschen darüber am Ende noch, was jetzt zulässig ist, was es gibt und was es nicht. Am Ende des Tages können die Zuschauer dort draußen entscheiden. So sieht's nämlich aus. Sie hatten genug Zeit, um sich eine Meinung zu bilden. Jetzt folgt die finale Abstimmung. Welcher Park hat euch am meisten überzeugt? Und ihr dürft mit folgenden Kürzeln abstimmen. Wir haben Ausrufezeichen AMF Gaming, Ausrufezeichen AMF Zombie und Ausrufezeichen AMF History. Und der Gewinner dieser Runde ist auch Gewinner dieser heutigen Ausgabe von Alles Mögliche. Ja, immerhin fair. Viel Spaß jetzt beim Abstimmen, liebe Leute. Lass uns doch lieber gemeinsam überlegen. Ja. Neun noch oder aus dem dritten. Wie wir gemeinsam meine Idee umsetzen können. Welche? Ja, ich würde gerne mal hören. Ich will es natürlich jetzt den Vote nicht beeinflussen, aber ich würde gerne mal hören, wie dein Videospielpark ausgesehen hätte oder welche Welten. Es gibt ja dadurch, dass die Auswahl so riesengroß ist, müsste man ja dann sich auch reduzieren auf irgendwas. Ja. Und da würde mich interessieren, was hättest du gerne für Videospielwelten in einem? Also ich hätte auf jeden Fall, also der Klassiker, einfach weil ich selber so gerne machen würde, ist Mario Kart Parcours. Ja. Einfach weil ich wirklich gerne mal. Also mit Karts fahren? Ja, mit echten Karts fahren und gerne. Und ob man das jetzt mit Virtual Reality Brillen macht oder ob man das versucht irgendwie sogar haptisch oder mit Augmented Reality. Das gibt's tatsächlich schon mit so haptischen Plattformen. Sowas würde ich auch gerne einfach machen wollen. Aber dann hätte ich zum Beispiel auch eine Fallout-Welt gemacht, wo du auch wirklich, die wirklich so aussieht, wo du zum Beispiel so eine Art Laser-Tag machen also kannst. Müsste man einfach mal anfangen. Ja, sicherlich bin ich nur einen Zaun rum. Nein, aber wo du dann ja quasi in diesen Ruinen alles, auch so mit diesen Rechnern und wo dann auch auf den Rechnern so Geschichten zu finden sind, wo du wirklich in dieser Welt nicht nur rumläufst, sondern du kannst diese Welt entdecken, ja. Du kannst dich dort aufhalten. Es gibt dort auch Händler, wo du dann hinter irgendwelchen Ruinen hast du dann jemanden, der dir was zu essen verkauft oder so weiter. Aber du kannst gleichzeitig in dieser Welt sozusagen Lasertag spielen. Das heißt, dann wärst du aktiver Teilnehmer, Kampfteilnehmer. Du kannst aber auch sagen, ich mache eher so Rollenspiele und will die einfach nur mal durchstreifen und die Welt kennenlernen. Aber du hast eben auch diese Möglichkeit, da so rumzuballern und dann gibt's sowas wie NPCs, Super Mutants oder so, die verkleidet dann natürlich da rumlaufen. Das wäre so ein Theme gewesen, den ich gehabt hätte. Ich hatte so Spukhäuser wie Castlevania und Resident Evil, das sind wir ähnlich, da hätte ich so Spukhäuser gemacht, die in diesem Theme entweder so Dracula, Castlevania-mäßig oder natürlich ganz klar super Hardcore-Grusel. Wie geil wär's, wenn man Resident Evil. Ich hatte eine Unterwasserwelt, so mit Bioshock, wo es gibt ja dieses Bioshock-Theme und mich fasziniert das generell so unter Wasser, wo du dann natürlich einen See hättest, den hättest du für ein anderes Spiel, sowas wie Sea of Thieves oder so, hätte man diesen See gemacht. Oben und unten wäre Bioshock-Theme gewesen. Und ich hatte auch noch eine Idee für so ein Real-Life-Minecraft, wo du wirklich ein riesiges Areal hast, auch für Kinder cool, wo einfach super viele Klötze sind.
die aber irgendwie, mein Ding mit Klettverschluss oder so, aufeinander stapelbar sind, wo die dann zusammen in diesem Areal einfach riesige Sachen bauen können und einfach ganze Burgen oder so aus. Was haltet ihr noch von so einer echten League of Legends? Du hast so drei Lanes und du musst dich halt anschließen und jeder muss auf seiner Lane irgendwie gewinnen. Ich weiß noch nicht genau, wie man das irgendwie machen könnte, dass man da dann irgendwie so kämpft oder so. Und du musst am Ende, musst du halt zu so einem Kristall kommen am Ende und den kaputt machen oder so. Ich finde, es gibt so viele Videospielideen, die dafür gemacht sind, ins Real Life umzusetzen. Wie würde man es zum Beispiel schaffen, Loot? Weil das ist ja letztendlich etwas, was alle Videospieler und Spielerinnen lieben, ist ja, sag ich mal, looten und irgendwas Geiles finden. Wie könnte man das in einen Freizeitpark machen, dass du irgendwie, dass du so eine Art Diablo oder World of Warcraft oder so, dass du was, du arbeitest für irgendwas und dann kommt was raus und mit etwas Glück ist es geil. Du könntest zum Beispiel in dieser Fallout-Welt, da sind überall, da ist Loot wirklich versteckt, was man finden kann. Wenn du quasi aggressiv spielst, dann kannst du, wenn du überfallen wirst und wie Lasertag-artig verlierst, musst du das Loot abgeben an denjenigen, der dich erwischt hat. Das ist dann so labmäßig. Genau, wenn du aber da rauskommst aus dieser Welt mit dem Loot, wenn du aus dieser Welt rausgehst, kannst du das eintauschen und kriegst Essensmarken oder kriegst irgendwelche Geschenke, eine in einem Shop-Figur oder so. Ja. So könnte man den Loot verbauen. Gut, wir verbauen jetzt mal euren Vote, das ist euer Ergebnis. So habt ihr abgestimmt, meine Damen und Herren. Hier können wir es sehen. Okay, wir haben den History Park. Vielen lieben Dank. Das ist nett von euch. Ich sehe natürlich an, dass da vielleicht, ich schätze, 8% auch dem Umstand geschuldet sind, dass ich da jetzt spontan drauf reagieren musste. Ich nehme das trotzdem an. Vielen lieben Dank. Ihr habt gewählt. Und wir schauen einmal aufs Ergebnis. Und damit haben wir 1:1:3. Wow. Aber wir sind alle Gewinner, weil wir alle großen Spaß miteinander hatten. Mein Geburtstag kannst du in den Arsch stecken. Und ich bedanke mich natürlich bei euch gut gemacht. Fürs Zusehen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Wie du auch gesagt. Demonstrativ von mir wegrutscht, als wenn ich wieder irgendwas falsch gemacht hätte. Außer super gut zu sein. Also. Ja, also, starke Runde. Und herzlichen Glückwunsch, Nils. Offensichtlich muss man sich nicht mal vorbereiten. Dann brauchst du ja offensichtlich auch kein Geburtstagsgeschenk mehr. Hast du das Geschenk hast in den Freizeitpark vorbereitet? Ich hatte was Tolles, was dir sehr gut gefallen würde, vielleicht. Möglicherweise. Ich bin gespannt. Du hast ja noch eine Stunde Zeit. Ja, anderthalb fast, um dich zu besänftigen. Also, euch ganz herzlich danke fürs Zuschauen. Das waren alle möglichen Fights für heute. Habt eine wunderbare Nacht. Und wir sehen uns am Montag wieder. Tschüss und auf Wiedersehen. Alles mögliche Fights.